Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization, der leichten Körbelunterhaltung mit ein bisschen Duna Bass Building, probably, überraschenderweise. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und natürlich auch eine hervorragende Woche, hoffentlich. Und ja, wir werden uns heute ein bisschen mit der Duna Base beschäftigen, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Ziel ist es, dass wir einmal die Minerals abholen. Das Raumschiff braucht, glaube ich, noch Beine. Ansonsten haben wir es soweit fertig. Und dann würde ich gerne ein paar Erkenntnisse aus dem, was wir jetzt gelernt haben, über diese Mining Rigs in die neue Version der Mining Rigs einfließen lassen. Ich hatte die nämlich schon mal überarbeitet, aber wir haben jetzt noch gelernt, dass wir eine Material Processing Unit noch brauchen, um diese Kerlchen effizient arbeiten zu lassen. So würde ich es mal sagen. Also so, dass wir die Planetary Logistic als Push auch benutzen können. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch einarbeiten, damit ich auf gar keinen Fall vergesse das zu tun, bevor wir die nächste Wave haben, weil die nächste Wave dann für mich quasi heißt, dass wir alle diese Dinger einmal ersetzen mit besser funktionierenden Mining Rigs, ganz offensichtlich. Bevor wir das tun, aber erstmal ein ganz liebes Hallo in die Runde. Und zwar Hallo und ganz herzlich willkommen an Socke, an Mickey07.de, an Toti87, an Nutzer86, Leithammer777, an Mopsi, an Boni70, an Markus Böse, Siegfried Jamrowski, Cruz Alexa, Karzit, Herzenroller, Jerry Hu49, Livius Antrikus, Triskus, wir kriegen das hin. Cyborg HP, FMX4, Pubs One, Jonas Verzockt, TerraCorp und alle anderen, die eventuell noch im Lork hängen. Und ganz, ganz vielen Dank natürlich auch an diejenigen, die ihren Sub schon verlängert haben, nämlich an KZ, der den 60. Monat reingeschmissen hat. Das sind 5 Jahre, wenn ich noch halbwegs rechnen kann, oder? Sollten. Vielen lieben Dank dafür. Danke, KZ. Pubs One haut den 19. Monat rein und Lord Grimmisch den 44. Monat. Vielen lieben Dank euch allen und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir nach Duna gehen, schauen wir mal einmal, ob es noch irgendwelche lustigen Sachen für sowas wie Science from Duna Orbit, bla 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 gibt, die wir einfach mitnehmen können. Einfach verdientes Geld ist einfach verdientes Geld. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Und Grüßern, vielen lieben Dank auch an dich für den Resub im 17. Monat. Dankeschön. So. Skandur, dankeschön für den Resub im 4. Monat. Nee, nichts Neues außer so ein Satellitenpart attachen, aber ich will jetzt gerade nichts an Satelliten anbauen. Wir wollen uns eher so
mit Dingen auf dem Boden beschäftigen. Und da gehen wir jetzt auch mal hin, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal gucken, wie wir das machen, die Beine da sauber umzubauen. Ich habe da schon eine grobe Idee, wie wir das machen, ohne dass alles vorne überflippt. Mal gucken, ob meine Vermutung, wie ich das tun möchte, dem auch standhält, wie das nachher wirklich passiert. Das werden wir gleich sehen. So. Wie ist denn bei euch das Wetter so? Bei uns ist in den letzten Tagen etwas regnerisch, was eigentlich ganz gut ist. Es waren viele Sachen, waren sehr trocken. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich schade, weil die letzten Tage echt sehr, sehr viel Regen war. Also wirklich viel Regen. Tschüss erstmal. Fühlt sich fast schon wieder ein bisschen an wie Herbst. Ich glaube, da kommt aber noch mal was. Jetzt ist es sonnig. Sehr gut. Hier leider noch nicht. Hier regnet es noch so ein bisschen vor sich hin. So, bitte kippt nicht um. Das sieht gut aus. Ja, es braucht dringend Beine. So viel können wir schon mal festhalten. Autostrut sieht aber gut aus. Die Dinger sind auch alle geautostruttet. Der Reaktor macht auch keine komischen Sachen, oder? Der läuft einfach vor sich hin. Alles sieht soweit erstmal gut aus. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen jetzt Beinchen. Und für Beinchen hatte ich überlegt, dass wir einfach die von dem hier klauen. Der ist A eh schon umgekippt. Und B hat er eh nur noch drei Beine. Die anderen drei sind hier. Dann können wir nämlich eventuell. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was mopsen wollen. Vielleicht auch nicht. Reichen uns drei Beine für eine Landung? Bisschen. Ein wenig skeptisch. Theoretisch müsste es eigentlich gehen, wenn ich die sauber verteile. Wir machen das einfach mal. So, wir fangen an, indem wir mit dem Rover darüber fahren. Das wird erstmal die erste Amtshandlung. Ich muss mal kurz gucken, wo unsere Motoreneinstellungen liegen. Fünf ist ein bisschen viel. So, dann fahren wir da mal kurz rüber. Irgendwas stimmt nicht. Warum fährt er nicht? Falsche Richtung. Ich habe einfach falsch rum gedacht, wie er gerade ausgerichtet ist. Lag an mir. Er fuhr schon. Er fuhr halt einfach rückwärts. Genauso wie ich es ihm gesagt habe, weil ich habe gedacht, rückwärts ist in diese Richtung. So, wir brauchen nämlich einmal den Rover natürlich, weil wir an irgendwas die Teile ranschrauben müssen. Nie was Schlimmes beim Schrauben vom Bein passiert. Also vor allen Dingen noch nie was Schlimmes beim Abschrauben vom Bein passiert, wenn wir die Geräte noch gebraucht haben. Ja. Das ist so korrekt. Aber es kommt ja alles langsam zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein paar Dinge sind noch nicht ganz beieinander. Mal die Bremse rein. Nicht zu schnell werden. So, dann gehen wir hier einmal fröhlich längsseits. Dann können wir, glaube ich, die Beine ganz gut rüberbauen. Und erstmal temporär an den Rover tackern. Dann fahren wir die rüber und bauen die an die Raumfähre an. Und mein Plan wäre, die quasi jetzt so anzubauen, dass sie schon mal grob richtig ausgerichtet sind, aber sie quasi noch nicht in den Boden ragen zu lassen, sodass wir dann den Flug nutzen können. Ich würde dann bei dem Hinflug eine etwas höhere Parabel machen, dass wir etwas länger im Weltall sind, dass wir so ein paar Minuten haben im Weltall, dass ich dann aussteigen kann mit dem Ingenieur und die quasi im Flug umbaue. Damit sie dann auf den Boden auch tatsächlich runterkommen. Weil wenn wir die jetzt anbauen, dass sie den Boden berühren, dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir auf jeden Fall einen Flip hin. Das wollen wir tunlichst vermeiden. So, jetzt mal gucken, wo ich gerade den Ingenieur weggepackt habe. Ich vermute, der ist in seiner eigenen Bude. Jawohl. Das ist so korrekt. Du hast ja auch noch gut Essen, oder? Im Moment, das passt noch. Ja, 10 Tage ist jetzt keine Unmengen. Das könnten wir auch mal schnell gerade ziehen. Wir sind der Workshop und wir hätten gerne. Das sind die einzigen beiden in Reichweite. Na gut. Dann hätten wir gerne von denen hier Supplies. So. Muss ich einmal kurz zu denen hier hin. Und die hätten gerne
Um euch Supplies. Vielen Dank. So, dann ist hier nämlich erstmal wieder alles in Butter, was das angeht. Den Workshop könnte man auch nochmal näher ranbringen, ehrlich gesagt. Das wäre vielleicht so eine spätere Aufgabe nochmal. Dass wir alles ein bisschen noch beisammen haben. Aber for now sieht das gut aus. Die Logistics brauchen wir auch nicht. So, jetzt brauchen wir einmal einen Ingenieur zum Beine umbauen. Dafür muss er sich einmal sein Werkzeug abholen gehen. Und dann kann er eigentlich auch gleich einsteigen wahrscheinlich. Wir müssen dann aber mit der Rakete einmal weiter wegfliegen vorher noch. Damit wir da keine bösen... Obwohl wir könnten... Ah, wir müssen weiter wegfliegen. Das wäre sonst zu riskant. Ich darf keine Shared... Dings haben, keine Shared Habitation. Sonst wird das Wind ist leider nicht implementiert. Boden kleben, weil der Stromverbrauch so hoch ist? Nee. Hallo? Warum sitzt hier keiner drin? Dann. Zack. Zack, zack. So. Raumschlüssel haben wir. Los geht's. Gut, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir diese Beine an den Rover dengeln. Damit wir sie mitnehmen können. Am besten so ein bisschen dazwischen landen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Position. So, erstmal ziehen wir das ein, weil es nicht so, als ob es noch brauchen würde. Dann nehmen wir unseren Schraubenschlüssel zur Hand. Zack. Zack. Sehr gut. Das war schon mal sehr, sehr einfach. Okay, von dem sind wir etwas zu weit entfernt. Ich hoffe, mit etwas ranlaufen geht es. Immer noch. Immer noch zu weit. Come on. Jawohl. Das ist aber noch zu weit weg. Dann müssen wir sie erstmal hier zwischen stationieren. So, dann können wir immer wieder hier rüberlaufen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir die grob gebracht kriegen. Ja. Es gibt bestimmt irgendeine Mod, die bei Caspia 1 Wind einfügt. Also mittlerweile gibt es gefühlt eigentlich für alles bei Caspia 1 eine Mod, aber ich habe hier keine. Ich weiß, dass ich keine Mod habe, die Wind herstellt. Und Caspia 1 definitiv von sich selbst keinen Wind. Oder von sich aus keinen Wind simuliert. So würde ich es formulieren wollen. So. Noch irgendwas drin gewesen? Weil dann können wir sonst nämlich auch gleich mal kurz einen Prozess mit einem ganz anderen Schnodder machen. Eigentlich brauchen wir nichts davon, außer das da oben. Ja, wenn wir schon mal hier sind, mache ich das gleich fertig noch. Dann haben wir das nämlich auch. So, jetzt nehmen wir aber erstmal kurz den hier und gucken, dass wir den... Ah, den muss ich irgendwie... Da muss ich mich anders positionieren. Ich will den einmal auf die andere Seite setzen, dass wir Platz haben, das letzte Bein noch anzubauen. Zack. Zack. Und dann würde ich kurz die Solarpaneele, glaube ich, noch nach oben versetzen. Und versuchen einmal den Pott hier ordentlich in Position zu kriegen. Eventuell brauche ich da einen Hilfskörbel. So, das haben wir schon mal.
Hervorragend. Kann man das hier jetzt. Ich mache die mal einmal rein, einfach sicherheitshalber für den Fall, dass wir hier irgendwie komische Sachen machen. Müsste eigentlich im Moment noch über die Flossen ein Rollen verhindern. Guck mal, was da ist. Den nehmen wir schon mal mit. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Ich muss ein bisschen weiter rüber. Da ist schon mal ein Tanknupsi. Den hatte ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Kriegen wir den hier irgendwo zwischen getackert? Ja. Wunderbar. Tanknupsi all the way. Da ist sogar noch ein Tanknupsi. Abgefahren. Den hole ich mir mal. Sehr gut. Tanknupsis kann man literally nie genug haben. Die müssten wir sogar einen Rucksack kriegen von der Größe her. Yep. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich würde dieses wundervolle Gerät gerne hier so wieder anbauen. Hervorragend. Dann würde ich dieses schöne Gerät gerne hier so wieder anbauen. Ich glaube, im Inventory ist nichts. Leider. Und hier ist auch kein irgendwie geartetes Pumpsystem, leider. Das wäre schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Man kann da nicht alles haben. Wir können das Cockpit nachher mal kurz besteigen, um die Inventory Seats zu checken. Aber ich befürchte nicht. So, warum ich das erst umbauen wollte, weil ich gerne die Solarpaneele ausfahren möchte, bevor ich das abbaue. Denn die Solarpaneele potenziell stabilisieren halt unsere Kapsel und verhindern, dass die anfängt zu rollen. Das wird jetzt ein bisschen experimentell. Könnte sein, dass sie sich ein bisschen bewegt bei der Nummer. Aber ist okay. Genau, weil jetzt haben wir im Prinzip zwei passive Stützen, die da verhindern, dass uns die Kapsel gleich wegrollt. Weil ich werde jetzt hinten die Teile auflösen. Einmal noch gucken, ob noch irgendwie Treibstoff drin ist. Nö, nur Monoprop. Das ist okay. Okay, dann weg damit. Da ist noch irgendwas dran. Ah, die kleinen Flossen. Die kleinen Flossen. Ja, disassemble. Disassemble. So, das ist schon mal das erste Problem gelöst. Problem. Probleme sind es auch nicht wirklich, aber. Zack, das kann eigentlich weg. Und der wird noch nicht weg können, weil da noch eine Leiter dran ist. Die kann weg. Wir haben genug andere Leiter. Dann brauche ich für irgendwas eine Leiter eigentlich nicht. Weg ist weg. Oh wow, 2,5 Units. Naja. Disassemble part. Ja, wie gesagt, die Leiter. Die ist nicht so wild. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ding. Vielleicht kriege ich das sogar solo angehoben. Nein, ich brauche einen weiteren Kürbel. Einen weiteren Kürbel. Weil dann stellen wir das hier gleich ein bisschen rüber. Bei der ganzen Aktion noch. Weil das Ding wollen wir behalten, weil das ist ein Life-Support-Recycler. Das soll auf jeden Fall hier bleiben. Und dann holen wir gleich noch unseren Piloten mit dazu. Der muss nämlich eh auch gleich noch mit auf Reisen. Eva. Ring. Dann kann der kurz mal mit anpacken. Dann haben wir das Ding nämlich ordentlich stabil stehen, können oben die Solarpaneele nochmal in eine ordentliche Position bringen, weil ich sehe jetzt, wie die Sonne läuft. Und kann dann quasi so ein Ost-West, also die Solarpaneele quasi nach, ist das dann nach Nord und Süd ausrichten? Ich glaube ja. Damit wir sicher gehen können, dass die immer Sonne kriegen. So, wenn ich mich jetzt dazu stelle und unseren Ingenieur wieder nehme, dann müsste ich nämlich das Ding hier schnappen können. Vielleicht kann ich noch ein paar Schritte weiter gehen. Please. Sieht sehr gut aus. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Ah, das war nicht schon so viel, ist gut. Na gut, so ist okay. So ist okay. So, dass wir dann einfach sagen, soweit wie ich das stellen kann, ich stelle das noch so nah wie möglich an den Rest der Basis ran. Einfach um.
diese Abstände noch zu minimieren. Warum? Warte mal, warte mal, warte mal. Das sieht nicht gut aus. Der ist nicht der gesamte, das ist nicht das Root Part. Ich muss das Root Part greifen. Der andere Kram wäre jetzt weggekullert. So sieht es besser aus. Na, guck mal, so hätte ich das jetzt abgebaut. Das ist natürlich nicht so ideal. Ja, verdammt. Machen wir das. Wir müssen uns ein Stück weit zerlegen. Ich nehme den hier mal rüber. Zack. So, da sollte eigentlich nichts passieren, oder? So. Weil dann müsste eigentlich der Probe Core einfach nach vorne rüber kippen. Wenn ich den jetzt abbaue. Bitte fall einfach nach vorne um und roll nicht irgendwo hin. Cool. Kann es auch wegen mir sehr langsam fallen. Das ist okay für mich. Zack. Sehr schön. Ja, das war doch einfach. Das war doch sehr, sehr einfach. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die ganze Kiste hier. Also da ist grob Süden. Das heißt, in die Richtung müssten wir einen Panel ausrichten. Boop, boop, boop. Ich retracte das mal vorher. Natürlich direkt über die Einstiegsluke, aber die ist so weit. So, gucke ich jetzt Richtung. So, wenn ich da Süden habe. Ich möchte quasi mittig vor dem Ding stehen. Dabei nach Süden gucken. Sieht ziemlich gut aus. Weil dann müsste das eigentlich. Oh Gott, irgendwas Komisches passiert gerade. Es hüpft. Bitte hüpfe nicht. Ich war das, ich war zu nah dran. Ah, macht keine komischen Sachen, du Gerät. Ist er es an? Nee. Oh oh. Es ist irgendwie stets unter Spannung. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es legt sich mit der Zeit. So. Ich hoffe, es springt nicht einfach plötzlich irgendwann los. So. Dann müsste das nämlich, wenn wir von hier das hier hinbauen. Das soll ungefähr der Gegenpol sein. Zack, zack. Extend Solar. So, und dann sind die nämlich eigentlich. Sonne hier so rüber geht, müssten die eigentlich immer mitdrehen können, weil die Sonne irgendwo da hinten aufgeht und irgendwo weiter hinten unter. Das können wir beim Sonnenunter- oder Aufgang mal prüfen, dass wir eigentlich dann nochmal das Ding gegebenenfalls ausrichten. Aber im Großen und Ganzen soll es das gewesen sein. So, Eis bringen wir schon mal zurück. Der kann sich nochmal in die Bude setzen. Ein bisschen ausruhen, bevor es losgeht. Dann bauen wir einmal die Landebeine entsprechend an. So. Das heißt, der hier fährt jetzt vorwärts, der wichtige Part, in Richtung der Rakete. Dann
müssen wir die nochmal mit einem kurzen Start quasi wegbefördern, dass wir so ein paar hundert Meter weg sind, also mehr als 150, bevor wir mit den beiden rübergehen und einsteigen. Und dann fliegen wir schnell mal TM. Schnell mal rüber zu unserem Rig und holen uns da eine Ladung Mineralien. Ich hoffe nämlich, dass diese Ladung Mineralien uns schon ganz gut weiterhelfen wird für die Düngerproduktion, zumindest für die Anfänge der Düngerproduktion. Das ist krass, wie schnell der über die 1-2 drüber rutscht. Ist doch ein recht steiler Berg. Wie viel haben wir jetzt geladen? Oh, wir haben 4500 Material Kits geladen. Sehr gut. Müssen wir wieder irgendwas aufpumpen bald, glaube ich. Haben wir nicht noch irgendwo was? Da war doch noch irgendwo ein Workshop oder so, ne? Ja, aber vielleicht heben wir die erstmal auf im Moment. Ist jetzt nicht so, als ob wir nicht genug Speichermöglichkeiten für Material Kits hätten. Dass wir die... die erstmal nutzen können. So. Wie gesagt, vielleicht nehmen wir die aber erstmal für unser Dorf dann, wenn das gelandet ist. Eins nach dem anderen, dass wir das nicht für irgendwas anderes ausgeben. Bisschen Sorgen, warum der hier so wackelt. Gehe ich nicht ganz. Hat ja eigentlich kein SRS an. Der darf gar nicht so hüpfen immer. Aber naja. Was wollen wir noch machen? Wir wollten das Licht noch ausmachen, ne? Warum ist der so auf Spannung? Was ist denn jetzt? Ist ruhiger jetzt, ne? Schauen wir mal, vielleicht hat er nur eine kurze Verspannung gehabt und musste die mal gelöst kriegen durch so eine Bewegung. Gut, jetzt machen wir Beine. Also, wir wollen kein Bein hier haben, wo wir runterkommen. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal das erste anbauen. Zack. 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 Also nicht irgendwie so, dass wir noch nicht den Boden berühren auf jeden Fall. Vielleicht erstmal so, ich mache mal Oberkante der Batterie als meinen Referenzpunkt. Zack. Okay, so weit, so schlecht. Jetzt hat sich die Kapsel um 90 Grad aus der Sonne gedreht. Habe ich diese Kapsel um 90 Grad aus der Sonne gedreht? Nee. Nee. Sieht noch ganz gut aus. Wir checken das mal, aber es ist gut, dass man sie drehen kann. What could possibly go wrong? Das können wir mal machen, wenn Sonnenuntergang ist. Ist gar nicht mehr so lange hin, dass wir sie dann einfach ausrichten. Weil dann muss sie ja im Prinzip mit der Seite, wo kein Solarpanel ist, zum Sonnenuntergang gucken. Aber eigentlich müsste der irgendwie von hier, ich glaube da hinten ist mein Sonnenaufgang irgendwo, hier hinter. Und darüber wandert der zum Sonnenuntergang. Meine ich. Aber das werden wir gleich noch sehen, ob ich damit recht habe. Und wenn nicht, korrigieren wir das einfach direkt an der Kapsel. Das Schöne ist ja, die scheint gut Torque zu haben. Das, wir müssen da gar nicht... Oh, wow. Falsches. Wow. Sehr gute Idee. Ich habe G wie Grab gedrückt vom Kurbel, aber ich war nicht auf dem Kurbel. Gefahr, Freunde. Gefahr. Ganz große Gefahr. Aber nichts schief gegangen zum Glück. Because I'm kind of lucky. So, irgendwo hier so müsste eigentlich Stabilizer Nummer 3 sein.
So, und jetzt nehme ich einmal den anderen Stabilizer hier kurz rüber, tacker den temporär an und dann müssen wir ihn nochmal rüber verlegen. Muss das eigentlich gehen? Der schnellste Weg ohne großes Hickhack den daran zu bekommen. Und dann muss ich den halt noch einmal auf den Triebwerken landen, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Das wäre zumindest so die Challenge. Mal gucken, ob das funktioniert. So, mal von oben drauf geguckt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das heißt, wir müssten dann hier irgendwo so unter dem, ungefähr unter dem Solarpanel das nächste Landebein anbauen. Bla bla. Moment hat die Kapsel aber Sonne, also ist ja alles Chico, glaube ich. Oder? Das ist doch Sonne. Du nicht so viel, ne? Der Point. So, wir sondern beten sie jetzt mal wieder vernünftiger. Stimmt schon, dass sie sich hart rausgedrückt hat. Wir sind beide jetzt auf 099. Und die Feinkorrektur machen wir dann, wenn es abends wird. Sieht so komisch aus, okay. So, dann muss der jetzt hier einmal so ungefähr unter das Solarpanel. Immer gesagt. So, das ist jetzt um und bei. Drei Beine, das passt schon. Ich gehe jetzt mal erstmal zurück in ein sicheres Häuschen, bevor wir diesen Jump machen. Die Sammelbeine für die Fähre, genau. Weil wir die anderen ja kaputt gemacht haben beim Umbauen. Aber ich bin zuversichtlich. Da ist ja noch was. Aber die können wir beide erstmal reinlegen hier. Sehr gut. Das ist. Diese Ports sind schon mal sehr, sehr geil, dass wir die haben. Weil da kann einer dann hier nachher noch ran. Das hätte ich auch nicht machen können. Aber hey. Ich werde das sicherlich total nicht beim nächsten Fall vergessen. Weil das heißt, dass wir dann eigentlich nur noch die Schlauchsysteme, also ich werde trotzdem ein paar Ports noch mitbringen, aber wahrscheinlich auch mehr als ein Schlauchsystem, brauchen, um den Rover sehr einfach anschließbar zu machen. Ich würde halt gerne an jeder Basis dann so einen Port, also an jedem Basisgebäude so einen Port anbringen und an dem zentralen Ressourcenspeicher. Weil dann könnten wir einfach immer hinfahren, ein Kurbel geht raus, zieht den Schlauch raus, packt das ans Gebäude, wir müssen nicht groß irgendwie mit Dockings oder sowas arbeiten. Dass unser Leben so vereinfachen wird. Das wird auf jeden Fall eine schöne Erweiterung beim nächsten Mal, dass wir da einfach ein Raumschiff mitbringen, wo das alles dran ist. So, Mopsy hat erstmal wieder normalen Dienst. So soll den Rover noch wegfahren. Ich glaube, am einfachsten fahren wir den bergab weg. Dann braucht er auch gar nicht viel Energie. Bisschen Abstand. Um den Start mache ich mir auch relativ wenig Sorgen, ehrlich gesagt. So. So. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen, ich würde glaube ich hier auf diese Ebene daraus, also hier den Hang runterfliegen. Das müsste grob Richtung Westen eigentlich sein. Wir haben auch so diese leichte Nordwestneigung. Das ist ja unser Hang, neigt sich nach da ungefähr. Und wir wollen so nach da. Und das müsste Westen sein, eigentlich. Ziemlich exakt. Jetzt muss ich nochmal schauen. Die Dinger brauchen, glaube ich, Action Group. Edit Action Groups. Gear. Toggle Stabilizer, Toggle Stabilizer. Hervorragend.
Hervorragend, wir sind richtig vorbereitet. So, da sind mehr als genug Kilowattstunden drin. Wir haben auch genug Lithium-Charge. Das Ding hier ist auf Minerals eingestellt. Das heißt, wir sind eigentlich in einer guten Position, um jetzt loszulegen. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, eine vernünftige. Das ist auch okay. Eine vernünftige Landung hinzubekommen. Drück mir die Daumen, ich würde es ungern kaputt machen. Ich bin aber ganz zuversichtlich. Unten auf der Ebene wäre ganz geil. Ja. Okay. Toggle Action Groups, do your thing. Mal gucken, ob das schon reicht. Aber es reicht zumindest, um uns nicht umkippen zu lassen, hoffe ich. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, wir haben noch 100 und ein bisschen Meter. Das müssen wir jetzt nicht so übertreiben. Müssen aber auch nicht in die andere Richtung übertreiben. Okay, schön langsam runter. Und eigentlich müsste das für unsere Zwecke. Hör auf damit. Unsere Zwecke ausreichen, dass wir zumindest so weit abgesichert sind. Das sieht doch gut aus. Super nice. Das passt. Okay, Autostrut, heaviest part, wegen mir. Autostart muss auf jeden Fall noch rein. Gut, okay, das passt wunderbar und wir kind of stehen auf diesen Dingern. Ich würde das trotzdem mit dem Kurbel noch versuchen, ein bisschen. Kann ich die verschieben? Ich glaube, ich kann die nicht verschieben, meine ich. Aber wir sind jetzt eigentlich in einer Situation, wo wir auf allem gleichzeitig gefühlt stehen, ne? Ja, drei Landebeine sind normalerweise nicht so gut, aber das sind halt sehr weit ausgestretchte Landebeine. Dadurch ist das besser als nix auf jeden Fall. So, Extend Ladder. Wir können den Reaktor, glaube ich, erstmal runterfahren auf. Ja, der ist auf 5% schon, okay. Cool. Das passt. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme hier unsere Kollegen ranholen. Wollen wir die Beine noch ein bisschen tiefer setzen? Oder leben? Eigentlich finde ich sie gut, wie sie sind. Wir haben jetzt eine super gute Auflagefläche, weil wir eigentlich mit den Triebwerken aufsetzen und den Landebeinen gleichzeitig fast. Und dadurch eigentlich ziemlich stabil stehen. Ich glaube, ich würde es so probieren. Und den Schraubenzieher zwar mitnehmen, aber ich glaube, ich will nicht dran rumfummeln. Ich glaube, das würde ich mir gerne sparen. Das ist, weil es sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich fliege die Landung eigentlich ganz gerne retrograde bis zum gewissen Punkt und dann halt einfach nur auf Hold, damit ich selber die Kontrolle habe, was ich noch so im Anflug ausgleichen möchte. Also das ist so. So meine Herangehensweise dafür. Kann gut sein, dass das mit Antinormal besser klappt oder anders klappt nochmal. Aber ich will immer dann, dass er mir der SAS im Idealfall nicht dazwischen fuscht. Zack, so. Strau-Dings haben wir. Dann rüber geht's. So. Sprung, los geht's. Okay, das Gute ist, wir fliegen auch bergab. Das heißt, wir können mit dem Jetpack ziemlich viel rausholen. Können wir gucken, dass wir ein bisschen in den Sinkflug gehen. Ja, vielleicht ist das zu viel Sinkflug. Mehr als ich wollte, zumindest. Muss mal bremsen. Das
Jetzt bin ich zu schnell beim Aufschlagen. Bin nämlich ganz schön hart runter. Nochmal aufrappeln. Staub abklopfen. Und Rest fliegen. Das sieht gut aus. Sehr schön. So, und dann hoffe ich... Ich weiß nicht, ob wir den kompletten Tank füllen können. Wegen... Also, ob das für unser Trust-Weight-Ratio funktioniert. Ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich bin so hart aufgesetzt. Tut mir leid, Mopsi, ist nicht gut für die Knie, was ich gerade mit dem mache. Aber... Wir werden auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie es irgendwie geht. Damit wir möglichst viel Dünger produzieren können. So. Und wir nehmen natürlich auch wieder den Piloten mit. Einfach falls irgendwo ein Verbindungsabriss ist. Das wollen wir nicht riskieren. Deshalb kommt Eis auch mit. Als zuständiger Pilot an der Duna-Front. Für Namenswünsche für eure Kerbals, wenn ihr die nicht zusammen mit den... bei der Einlösung direkt eingereicht habt, dann schickt mir die bitte im Discord oder in Twitch auf einer Direktnachricht. Sonst, also hier im Chat, das werde ich mir nicht merken. I promise. Deshalb gerne wieder kurz eine Nachricht hinterlassen, um Bescheid zu geben, wie ich euren Kerbal dann nennen soll. Der Nachname ist immer gesetzt. Obviously. Der kommt aber auch zügig rein hier. Zack. Okay, die zwei kennen ja die Tour schon, von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass es hier kein Riesendrama wird. Und wir müssten eigentlich mit den neuen Landebeinen auch noch ein bisschen besser aufgestellt sein. Was ich diesmal aber machen werde, ist ein bisschen eine steilere Kurve, glaube ich, fliegen. Weil dieses durch die Atmosphäre, A, der Hitzestress war sehr hoch. B, wir haben auch relativ viel Treibstoff noch verbraucht, um gegenzusteuern dann. So, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Ne? Wir fliegen wieder hier hoch zu unserer kleinen Harvester-Kolonie. Die ist auch gerade im Sonnenlicht. Das passt uns ganz gut. Das heißt, wir fliegen wieder so Nord, leicht West. Also so ungefähr hier so hin, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, wie sich das so ausgeht. In diesem Sinne, wir haben 6300 Meter pro Sekunde. Wir schaffen das. Los geht's. Und wie gesagt, ich bleibe jetzt im ersten Segment des Flugs mal ein bisschen steiler. Erstmal, weil ich Höhe gewinnen möchte, damit wir durch dünnere Atmosphäre fliegen. Die Trust-Rate-Ratio ist jetzt gerade bei 2, und ein bisschen, 2,69 glaube ich oder sowas am Boden. Also von daher sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, was das angeht. Ich bin bereit, die doch durchaus ein Stück abzusenken. Also da kann man sicherlich ein bisschen was draus machen. So. Jetzt sieht es gut aus.
glaube tatsächlich, dieser etwas steilere Flug ist relativ hilfreich und die Ausrichtung ist auch gar nicht schlecht. Ich werde jetzt die Nase runternehmen, weil wir haben genug Höhe. Ups. Welche Höhe haben wir gerade? 24 Kilometer über Boden, in der Atmosphäre knapp 27. Also ich kann drehen, man merkt noch ein bisschen den Atmosphäreneinfluss, aber es war nachlässigbar. Okay, und jetzt schauen wir, dass wir den hier so gut wie möglich platzieren. Ich glaube, ein bisschen weiter westlich schadet nicht. Aber nicht allzu viel. Jetzt muss man doch ganz schön rumdrehen. Oh, der kommt. Here we go. Das sollte passen. Den Rest kontrollieren wir dann nach, beziehungsweise korrigieren wir dann jetzt gleich, wenn wir im Anflug sind. Atmosphäre ist weg in 2-1 und Weltall. Sehr schön. Also wir können passiv noch ein bisschen direkt schon mal mitarbeiten. Der Reaktor läuft auch auf Niedrigniveau mit die ganze Zeit. Aber lasst uns gerne die Phase noch nutzen, um die Solarpaneele ein bisschen aufzuladen. Also um den Strom mit Hilfe der Solarpaneele ein bisschen noch aufzuladen. So wird ein Schuh draus. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen jetzt gleich hier rüber geschossen. Das ist in 9 Minuten der Fall. Dann würde ich sagen, gucken wir uns in 9 Minuten mal an, wo wir stehen. Mit unseren Themen. Genau, Habitation sieht gut aus für den kurzen Flug. Das passt eigentlich alles. Dann müssen wir jetzt nur. Nur darauf warten, dass wir an die richtige Position kommen. Okay, dann will ich jetzt von hier aus gleich unseren Kurs ein bisschen anpassen. Wir sind jetzt auf 132 Kilometer noch. Alles klar. Dann lasst uns ruhig einen schönen direkten Sturz in Richtung Basis machen, weil dann haben wir möglichst wenig zu korrigieren. Wahrscheinlich nachher. Ja, aber. So, wir will mir jetzt nicht zeigen. Das ist fein. So. Bisschen hoch. Bisschen lang. Jetzt sollte passen. So, Manöver. 1 Minute bis zum Manöver. Ich denke. Das sollte uns ganz gut nah ranbringen. Ich glaube, diese hohe Bogenlampe funktioniert auf jeden Fall besser. Wir investieren zwar mehr Sprit in die Höhe, aber wir sind das letzte Mal viel zu tief durch die Atmosphäre. Ich habe es nicht nachgemessen, der Fairness halber, muss man das sagen. Aber was auf jeden Fall klar war, dass wir viel Treibstoff nachhalten mussten, um am Ende dafür zu sorgen, dass wir trotzdem die Entfernung hinbekommen, die wir eigentlich angepeilt hatten. Das war nämlich gar nicht so einfach. Und die hohe Bogenlampe gibt uns zum einen die Möglichkeit, dass wir natürlich so Sachen machen können. Wir haben es jetzt nicht genutzt, aber wir könnten was umbauen oder sowas am Raumschiff während dem Flug. Also rein theoretisch würde es gehen. Und wir haben zusätzlich natürlich die Möglichkeit, das Raumschiff währenddessen runterzukühlen. Wir haben die Möglichkeit, nochmal zu schauen, ob es irgendwo noch Korrekturen bedarf oder sowas, die wir fliegen sollten. Also ich glaube, ich mag diesen etwas höheren Ansatz besser.
Und ich mag auch von der Vorhersagbarkeit, ist das ein Wort? Vorhersagbarkeit? Ich glaube ja. Wenn man so steil runtergeht, finde ich, ist es sehr viel einfacher zu sagen, wo man nachher ankommt. Weil man nicht so viel Bremsen durch die Atmosphäre hat. Weil man kommt ja natürlich dadurch, dass man sehr, sehr, sehr steil runtergeht, sehr spät erst in die Atmosphäre rein und dann ist der Weg schon fast senkrecht nach unten. Nicht mehr ganz, aber diese Beeinflussung der Bremseffekte durch die Atmosphäre ist sehr, sehr viel geringer. Und das ist halt schon ganz cool eigentlich. Jetzt schauen wir mal. Er prognostiziert, dass wir so ein bisschen hinter unserem Dingspunkt rausgehen. Okay. Nochmal eine Feinkorrektur dann machen. Alles gut. So, wir haben noch genug Höhe, um die Solarpaneele draußen zu lassen im Moment. Das sieht alles gut aus. So. Der Haken ist natürlich, wir kommen ein bisschen schneller rein. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir rechtzeitig bremsen. Das, denke ich, wird gerade auf dem Rückflug ein relevantes Thema, weil da werden wir eine Höhe, also eine niedrige Thrust-Ratio haben, dadurch, dass unser Gewicht nach oben geht, durch die Material Kits. Mal gucken, wie sehr es ein Problem wird. Mal gucken, wie sehr. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich so gucke, wie wir durch das Lithium durchbrennen, nach der Tour werden wir wahrscheinlich Treibstoff herstellen müssen. An irgendeinem Punkt mal, um das Raumschiff wieder aufzufüllen. Mal sehen. Gut. 114 Kilometer. And counting. Haben noch 3 Minuten bis zum Re-Entry. Ich würde sagen, die Zeit raffe ich jetzt mal ein bisschen weg. Da passiert nicht so viel Spannendes. Dann machen wir gleich nochmal eine Korrektur fertig. Okay. Gut. Korrektur vorbereitet. Solarpaneele hole ich rein. Dann werden wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen nachbremsen, um schon mal sicherzustellen, dass der ganze Suicide Burn nicht zu gefährlich wird. So sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, das einmal da lang und jetzt nehme ich schon mal ein bisschen Speed raus, dass wir gleich nicht ganz so heiß durchgehen. Also ich versuche das so auszupendeln, dass der weder besonders weit weggeht, noch besonders viel näher kommt. Irgendwo so dazwischen und dass wir unsere Apoapsis so ein bisschen ranziehen, um einfach schon mal mit weniger Geschwindigkeit in die Atmosphäre an sich reinzugehen. Dann können wir so diese thermische Last, die auch auf den Triebwerken liegt, die sind ja letztes Mal schon ganz gut heiß geworden, ein bisschen über die Zeit stretchen, weil wir haben sie jetzt dann nochmal aus. Sie werden nicht so heiß durch die Atmosphäre, weil der Wiedereintritt langsamer erfolgt. Okay, das sollte reichen. Okay, da ist unser Ziel. Impact Marker kann ich jetzt noch nicht sehen, aber den können wir sonst im Zweifelsfall auch nochmal schieben. Der müsste irgendwo hinter der Basis liegen. Die passiven Kühldinger, ja, wir haben die natürlich hier oben jetzt, die sind ein bisschen weiter weg. Das Problem ist, dass die passiven Kühldinger natürlich nicht so viel wegziehen. Also sie ziehen ein bisschen was weg, die helfen auch, die Kiste kühl zu halten. Und es ist auch okay, aber die Triebwerke werden halt trotzdem heiß, weil die punktuell sehr viel Temperatur entwickeln. Einfach, das ist dann nicht ganz so ideal. So, muss ich mal gucken, wenn wir so rumfliegen. Passt meine Steuerung dann für das, was ich glaube, wie sie funktionieren müsste? Ja, sehr gut. Okay, das heißt, dann kann ich das nochmal zum Korrigieren nehmen. 1 Minute 13, 1 Minute 10 bis zum
Burn Countdown. Ich glaube, ich werde den wieder etwas kontrollierter trotzdem fliegen. Also wir gehen jetzt hier nochmal dazwischen. Und kaufen uns ein bisschen Zeit. Und ehrlich gesagt würde ich auch gerne ein bisschen nach Norden korrigieren. Bei der ganzen Nummer. Ich finde nämlich nicht, dass wir direkt drüber sind. So ist besser. So. Das sieht insgesamt alles ganz gut aus. Kilowattstunden sehen gut aus. Temperatur ist alles im okayen Bereich. Wird schon passen. Wir müssen halt gucken, dass wir in, ich meine, 200 Metern landen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Resource Transfer geht sogar bis 200 Meter. Ich probiere trotzdem die 150 Meter anzupeilen, dass wir möglichst nah rangehen. 28 Kilometer zum Boden noch. Okay. Ich beginne gleich mal den Bremsanker zu schmeißen. Also. Ja. 20-ish Sekunden. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu kurz kommen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Wir passieren auf jeden Fall direkt drüber. Kann ich schon irgendwo den Marker sehen? Da ist er. Da ist er. Ich muss hier ein bisschen rüber. Okay, das sieht ziemlich perfekt aus. Gerade ziehen. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir den sauber gelandet bekommen, oder? Ein bisschen Schub raus. Okay, 5000 Meter. Landebeine gehen raus. Und wir gehen in den finalen Anflug. Sieht aber gut aus. Das Modul hat gerade geladen. Eins, fünf. Ich glaube, wir kommen sehr schön rein. Meter. Meter. Okay. Jetzt ein paar Meter. Vielleicht noch ein bisschen zu korrigieren hier. Dass wir nicht ganz so hart runterkommen. Sieht aber gut aus. Und wir sind unten. Rutscht ein bisschen, aber alles gut. Safe safe in den 150 Metern. Ja, auch 3400 Meter pro Sekunde. Das ist. Eieiei. Das ist relativ knapp, muss ich sagen, ne? Ich glaube, wir sind mit fast 6000 gestartet, ne? Fast unsere halben Delta V weggeballert. Gut, macht ein Stück weit auch Sinn. Wir brauchen 1,4 für einen Orbit.
Auch 1,4 fürs Landen. Also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir über den 3000 Metern pro Sekunde bleiben. Jetzt schauen wir mal, ob Local Transfer funktioniert. Gott sei Dank. Es tut. Jetzt schauen wir mal, wie schlimm es ist, wenn wir uns richtig die Hucke vollladen. Uff. Das ist zu viel auf jeden Fall. Also wir kämen damit sogar noch weg. Das ist die gute Nachricht. Also eine volle Ladung funktioniert, aber wir brauchen mehr Lithium dafür. Oder eine Station auftanken. Das ist natürlich auch eine schöne Idee. Ist halt mit den 1400 ein bisschen knapp, aber es ist machbar auf jeden Fall. Das ist tatsächlich machbar, zumal wir ein anderes lithiumbasiertes Schiff haben. Wir müssen tatsächlich nur in den Orbit hochkommen. Ich würde trotzdem mit ein bisschen mehr Puffer arbeiten als 1,4. Vielleicht gehen wir so auf 1, also auf 4000 Einheiten runter. Dann fliegen wir mit dem anderen Schiff hin, betanken das ein Stück weit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. ...1575 works for me. Haben wir noch ein bisschen Monoprop im Notfall? Haben wir. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, damit kann man arbeiten. CS kann aus erstmal im Moment. Tatsächlich ist das gar keine schlechte Idee, dass wir einmal über den Orbit gehen, um das Maximum rauszuholen. Und dass wir einfach sagen, so, hey, wir fliegen jetzt hier in Richtung... Was ist das? Grob Südost wird das wahrscheinlich für uns sein. Obwohl, wahrscheinlich können wir einfach Richtung Osten starten. Wahrscheinlich eben Desaster der Orbit. Aber dass man grob Südost geht, also vielleicht so 135 Grad oder so. Also Süd-Südost ist das dann eher. Ne, das ist Südost. Passt schon. 35 Grad. Und versuchen, den Orbit zu ziehen. Bisschen Schiss, wenn unsere Aerodynamik nicht so mitspielt, wie sie soll, ne? Das ein Problem werden könnte. Wisst ihr was? Wir spielen das super safe. Wir machen das folgendermaßen. Wir geben ihm noch ein bisschen was raus. Und komme mit 3000 nach Hause. So, dann haben wir nämlich 1800. Mit 1800 bin ich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir es auch mit Toleranzen und allem drum und dran in den Orbit schaffen, weil ich will das nicht riskieren unnötig. Ja. Doch. Kriegen wir hin. Boop, 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 boop. Gut, dann heißt das für uns, Strom haben wir eh noch genug. Die Kiste ist weit genug runtergekühlt, dass wir das vertragen können. Hier läuft eh gerade nur auf. Oh, 58%. Okay, also da geht noch ein bisschen was. Aber wir wollen eh in den Orbit rauf. Let's do that. Wir fliegen in den Orbit und holen uns oben ein bisschen Treibstoff. Fliegen dann wieder runter. Dann haben wir gute 3000 Minerals mit dabei. Und das sollte eigentlich für unsere Zwecke ziemlich gut tun. Okay, SAS an. Und wir geben Stoff in Richtung 135. Los geht's. Ground Tether, ne? War keine gute Idee. Gott sei Dank hat ihn das nicht so sehr gestört, wie ich befürchtet hatte. So. 135. Please. Und wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Höhe kriegen. Wir haben jetzt natürlich bei weitem nicht mehr die Thrust Weight, die wir vorher hatten. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, die Thrust Weight muss gut genug bleiben, dass wir auf jeden Fall wieder landen können, sauber. Also ich würde wieder so anpeilen, dass wir sagen, wir gehen so an die 2000 Thrust Weight ran oder sowas für die Landung. Dann müssten wir eine TVR von ungefähr 1,5 immer noch hinbekommen.
Weil die haben wir ja jetzt gesehen. Mit 1.8 war die immer noch gut genug, dass wir einen sauberen Start hinlegen konnten. Also sollten wir auch mit 2000 Metern pro Sekunde safe dastehen. So, wir haben 10 Kilometer Höhe erreicht. Wir haben ein bisschen Issues mit der Temperatur der Triebwerke. Wie dreht sich unser Kurs so? Noch nicht so richtig gut. Ja, ist gut. Geh auf. Und dann zack. Weit. Okay. Ich denke, dass die Triebwerke das aber lang genug durchhalten. Nee, sind unsere Beine tatsächlich, oder? Ja, es sind zwei von den Beinen, die ein bisschen viel Hitze bekommen. Alles gut, das sollte sich mit der Höhe nach und nach lösen, das Problem. Okay. Wir sind unterwegs. Wir haben gleich 20 Kilometer Höhe. Apo sagt 30. Ich würde sagen, ich nehme die Nase jetzt ein bisschen runter. Die Landebeine kriegen ganz schön gut Lack ab. Muss ich sagen. Was sagen unsere Radiator-Panels? Sie tun ihr Bestes. Woher kriegt sie die Hitze? Es muss aus dem Airflow sein, tatsächlich. Und das kann ich mir nicht erklären. Oder die Triebwerke geben die Hitze so stark ab. Mal sehen. Noch ist es okay. Wir sind auch schon auf 30 Kilometer. Also die Atmosphäre wird zunehmend sehr viel dünner. Ich gehe jetzt ein bisschen flacher, damit wir unseren Orbit tatsächlich hinbekommen. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir müssen auch aufpassen, dass wir genug Treibstoff laden. Weil unsere Thrust-Weight-Ratio wird im Orbit höher sein. So, ich glaube, wir können das jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Und warten, dass wir ein bisschen nach oben steigen, um einfach die Hitze der Triebwerke ein bisschen rauszunehmen. Aus dem ganzen Trouble. Wo haben wir unsere Reaction Wheels aufgeraucht? Haben wir. Okay. Strommäßig sieht das aber gut aus. Die Temperaturen erholen sich auch langsam. Gut, Freunde, wir sind erstmal aus dem Schlimmsten raus, was die Atmosphäre angeht. Wir haben noch 700 Meter pro Sekunde, das sollte passen, um das zu zirkularisieren. Was brauchen wir tatsächlich? Das sieht auch so schlecht nicht aus. Und dann nehmen wir von unserem Treibstoff gleich noch ein bisschen was, um vielleicht hier schon mal ein bisschen anzufangen. Aber das können wir später machen. Wir wollen ja auf dem Dings-Orbit. Das ist auch deutlich zu viel. Okay, dann können wir schon mal nämlich anfangen, ein bisschen die Inklination anzupassen. Hervorragend. Da ist kein Luftstrom mehr, wir sind schon im Weltall. Aber gut, wir haben 3000 Mineralien mit dabei. Das ist schon mal viel wert. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Treibstoff und dann geht es zurück zu unserer Basis.
Bis dahin können wir noch ein bisschen die Batterie aufladen. Ich lasse den Reaktor tatsächlich, weil wir jetzt Zeit haben, nur auf Minimum laufen. Und wir haben, also der Strom ist nicht unser Problem. Punkt. Das ist einfach nicht das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und nachdem ich dann hier die, ich mache gleich einen Inklinationsangleich auf die Inklination der Station selbst. Dann holen wir uns von der Station quasi das andere Raumschiff. Da fällt mir gerade was ein bei dem anderen Raumschiff mit Lithium. Eventuell haben wir ein Problem. Eventuell müssen wir ein großes Raumschiff nehmen. Dann haben wir allerdings ein anderes Problem mit der ganzen Habitation, der wir da ausgesetzt werden. Mal sehen. Aber auch dafür finden wir eine Lösung. Erstmal fliegen wir das in den Orbit. Das kleine Raumschiff, was ich ursprünglich im Kopf hatte, hat nämlich einen Universal Storage Bay dazwischen und ich glaube, da können wir nichts durchtransferieren. Das wird nicht funktionieren. Deshalb werden wir wahrscheinlich tatsächlich einen Razorback nehmen müssen. So. Orbit achieved. Sehr schön. So, dahin wollen wir jetzt, oder wir wollen in die gleiche Orbital Plane zumindest. Das heißt, wir werden jetzt hier, wenn wir dort sind, eine kleine Angleichung vornehmen, die uns bestimmt überhaupt nicht viel Sprit kostet. Holy shit. Die 448, die wir haben, dem kommen wir nicht so weit, wie ich dachte. Oh my goodness. Aber die sollten wir trotzdem schon mal so weit verwenden, wie es geht. Problem bisher schon? Nö, ne? Noch sei es gut. Jetzt zieht er uns langsam die Nase raus. So, mal gucken, dass wir den hier so ein bisschen im Rahmen behalten. 484 haben wir noch. 448, Entschuldigung. So ein bisschen lassen wir übrig. Genau, ich würd tatsächlich auch eine autonome Razorback schicken, ja. Mal gucken, aber die Habitation, die passive Habitation wird trotzdem Thema, aber ich hatte überlegt, wenn wir den einfach andocken, die Kerbals umsteigen lassen auf die Razorback, kurz ein bisschen chillen, dann tanken wir das Schiff voll, das Schiff dockt ab, geht auf mehr als 150 Meter und wir jetpacken schnell rüber, das sollte das Problem auch lösen. Sollte eigentlich cool sein. Sollte eigentlich cool sein. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt der nächste Burn, den wir haben. Der wird nochmal eine Minute dauern. Damit gleichen wir unsere Inklination schon mal bis auf, naja, 41 Grad zumindest an. Better than nothing. Und dann ist unser Tank auch fast leer. Ich hatte überlegt, lass uns den Sprit jetzt lieber erstmal jetzt raushauen, dann können wir den lieber nochmal rüber packen. Ne, Tankschläuche ist nicht, aber es ist ein einfaches Docking eigentlich. Deshalb lasse ich auch noch ein bisschen Treibstoff in dem Raumschiff drin, damit ich nämlich mit dem Raumschiff hier docken kann. Ich will nicht die Razorback an dieses Raumschiff docken, ich will dieses Raumschiff an Razorback docken. Das wird sehr viel einfacher potenziell. Genau, das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn wir schauen jetzt gerade erstmal, dass wir hier vorwärts kommen. Guck mal, die Panels kühlen auch langsam wieder runter, das heißt, die ziehen so aus dem Gesamtraumschiff die Temperatur ganz gut jetzt raus. Das passt. Wir sind also da
auf einer relativ sicheren Seite, was die Temperatur angeht. Und wir werden dann noch so um und bei 20 Meter pro Sekunde übrig behalten, die wir halt mit den RCS-Düsen durcharbeiten können. Hier ist RCS auch disabled, das passt. Sehr gut. Ja, das sieht doch gut aus. Dann tanken wir nämlich von der Razorback aus nach. Machen den Tank hier wieder voll. Und, also voll. Voll genug, dass wir damit arbeiten können. Ich denke, wenn wir so. Oh, ich hätte mir den Lithiumwert angucken müssen, ne? Den ich unten hatte. Das wäre das sicherste gewesen, die Menge an Lithium, aber so ist es jetzt halt. Müssen wir ein bisschen eyeballen. Das Schöne ist ja, wir können ja Treibstoff sinnlos verbrauchen, auch während dem Abstieg. Wir müssen nur ein bisschen gucken, wie wir mit der Kühlung umgehen. Ich glaube, das wird unser Hauptthema. Die Dinge fahren wahrscheinlich auch gleich wieder hoch. Alles an diesem Raumschiff wird langsam warm. Aber wir benutzen die Triebwerke im Moment auch ziemlich viel. Das ist legitim, dass das ein bisschen dazu führt, dass unser Raumschiff überhitzt. So, ich hoffe, dass das gleich sauber ist, weil die Periapsis ist gerade ein bisschen niedrig, aber die zieht sich gerade wieder hoch. Sind durch so einen kurzen Dip durchgegangen. Der sieht jetzt aber sauber aus. Wir sind über 50 Kilometer, das heißt, wir haben jetzt wieder einen stabilen Orbit. Und ich mache aus. Bisschen noch. Ich behalte uns mal so 25 Meter pro Sekunde in der Reserve. Okay. Gut, das ist unser Reservetreibstoff, den wir haben. Und jetzt brauchen wir einen Refill, würde ich es nennen wollen. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Muss jetzt einmal gucken, dass uns einer der großen Pötte ein bisschen Treibstoff bringt. Und dafür am besten gucken, dass wir wahrscheinlich hinten, wenn wir das nochmal kreuzen, bereit sind, den Burn zu machen. Ich würde gerne eine der kleineren Varianten nehmen, an der nicht so viel dranhängt. Das wäre dann wahrscheinlich die hier. Hat die halbwegs aufgeladene Batterien? Nope. Haben wir noch eine, wo weniger dran hängt? Nö. Hier ist ein Dock dran. Kilowattstunden sind aber auch keine drin. Also im Prinzip Gehüpfe gesprungen, ne? Die nehmen sich nicht viel. Die sind beide ähnlich ausgestattet. Glaube ich, dock das Ding hier schnell um. Dann können wir loslegen. Dann nehmen wir den großen Hobel und fliegen los. RCS, Rückwärtsgang. So, wo gehen wir hin damit? Am besten hier direkt hin, oder? Set as target. Control from here. Und wir wollen in den Locked View. Okay, ich muss ein bisschen runter. Und ich muss ein bisschen rüber. Okay. So. Zum Glück nur ein sehr kurzer Weg, den wir fliegen müssen. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, rüber. Wir können einfach direkt drunter tauchen. Dann haben wir das direkt. Dann können wir das Schiff. Ich muss noch einmal gucken, dass keine Kerbals drin sind. Und ein bisschen Glück sind da sogar Supplies drin. Dann können die sogar einen Zwischensnack machen. Wie gut ist das denn?
Mir schon fast unangenehm, wie gut das klappt. Das Ding nicht viel wiegt, einfach SAS aus, dann regelt sich das von alleine. Gut, dann haben wir hier quasi ein abflugfertiges Raumschiff. Closed Shield. Closed Shield. Hier ist. Keiner drin, sehr gut. Da kann keiner drin sitzen. Kann auch keiner drin sitzen. Oh, hier sind mehrere Leute drin. Müssen raus. Ihr wohnt ab jetzt hier drüben. Sorry to say that. Und da drüben ist auch noch eine Kapsel zum Wohnen. So. Gut, Essen ist ein bisschen drin. Haufen Mulch, naja. Irgendwas ist immer. So, und die Batterien sind natürlich hoffnungslos leer, bis auf normalen Electric Charge. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Gut, das heißt, wir können theoretisch abdocken. Können wir rückwärts auspacken ohne Probleme? Oh, ein bisschen knapp. Aber ich retracte den einfach mal. Würde eigentlich kein Problem entstehen. Ja, Automated Cooling muss aber aus, sonst macht er das immer wieder an. Okay, Good News ist. Wir haben große Solarpaneele. Und ein bisschen Zeit bis zum ersten Manöver. Das heißt, wenn wir jetzt gleich hier unser Back aufgemacht haben, können wir ein bisschen drehen. Das ist jetzt gleich der Fall. So, der kann wieder auf Automated Cooling gehen. Zack. Und wir können uns ein bisschen drehen. Um den Panels maximale Auslastung zu geben. Wow, nicht so weit drehen. Schon nur so ein bisschen. Wenig Lithium. Wie viel ist denn da drin? Ach, 5,7 ist doch okay. Hätte man mehr mitnehmen können, gebe ich hier recht. Aber der andere hat, glaube ich, auch nur 8000 oder so Tank. Meine ich. Also er hat ja nur einen so einen Tank. 1800. Und den werden wir nicht komplett voll machen. Und wir fliegen ja nur im Orbit rum. Das passt schon. So, ich glaube, so ist okay. Kann der seine Kilowattstunden hier langsam aufladen. Gut. Dann bleibt jetzt ein paar Dinge zu hoffen, nämlich dass hier nicht gleich alles den Bach runtergeht, wenn ich die Habitation stoppe. Stopp Life Support. Einfach mal alles ausmachen. SRS an. Danke. Warum drehst du immer noch? So soll es sein. So. Stop Habitat. Stop Habitat. Gut, das sollte uns eine überschaubare Menge an Problemen geben. Hoffe ich.
Jetzt wollen wir einmal zu unseren Freunden auf der sehr eigenartigen Umlaufbahn, den da. Saddest Target. So, wir kreuzen euch hier. Das heißt, wir wollen hier eine Angleichung machen, um zu euch zu kommen, auf den Orbit zumindest schon mal. Das machen wir so. Das ist natürlich hier oben ein bisschen preiswerter, aber nicht so viel. Aber es ist okay. Können damit arbeiten, glaube ich. Gehen wir auch direkt noch ein bisschen tatsächlich mit dem Orbit runter, weil wir wollen eh runter auf knappe 60, meine ich, ne? Ja. Good enough erstmal. Ein bisschen zu niedrig. Jetzt ist good enough. Gut, das ist dann unser Manöver. Wir sind auch schon relativ gut weit weg von der Station. Wir haben Zero Schub, Activate Engine. Triebwerk lädt noch auf. Das wird noch einen kurzen Moment dauern. Wir haben aber auch noch 18 Minuten, bis wir in die Phase kommen, wo wir den Burn machen müssen. Sollen gleich mal schauen, ob wir bis dahin schon genug Strom haben. Wir haben 55 Sekunden Burn und ich meine 0,8 irgendwas, also knapp eine Stromeinheit verbrauchen wir pro Sekunde Burn. Das heißt, wir bräuchten 55 Kilowattstunden, damit das Ganze passiert. Mal sehen, ob wir bis dahin so weit sind. Sonst müssen wir noch einen Orbit warten. Das ist dann halt so. Geht auf jeden Fall schnell vorwärts. Problem wird wahrscheinlich eher, dass es jetzt gleich dunkel wird und dann nichts mehr ist mit Kilowattstunden aufladen. Boom. Ja, wir müssen einen Orbit warten. Schade. Aber dann gucken wir gleich mal, ob wir das auf der anderen Seite machen können. Wir kommen hier nochmal durch. Wenn es so aussieht, als ob wir die 55 bis dahin geknackt haben. Könnte funktionieren, muss nicht. Ich mache das hinten auf der nächsten. Auf der nächsten Bahn. Das wird wahrscheinlich sogar knapp funktionieren, aber wir können einfach uns ein bisschen Bonusstrom mitnehmen für die Bremsung. Okay. Ja, guck mal, jetzt haben wir knappe 70 gleich zusammen. Ich mache gleich das Manöver fertig. So, einmal raus aus dem Time Warp. Gut. Das Schöne ist ja, so abwarten kostet uns keinen Treibstoff. So, once again. Zack. Zack, zack. Und dann direkt schon mal, wenn es geht, mit runterbremsen. Because why not? Ach, guck mal, da ist er. Target Position. Knapp. Noch vor uns. Das heißt, es macht Sinn, dass ich nicht ganz so weit. Haben wir den Ascending Node ausgeklinkt? Ja.
Sehen, dass ich nicht ganz so weit reingehe. Oh, das ist aber ein bisschen sehr weit nicht reingehen. Darf gern ein bisschen weniger sein. Ich wollte schon den Orbit ein bisschen absenken bei der Aktion. Wenn wir schon mal dabei sind. Das sieht gut aus. Okay. Let's do that. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Manöver hin. Uns da einmal ausrichten. Und dann geht das los. Ich bin zuversichtlich. Gibt es noch eine kleine Bonusladung Strom. Aber wie gesagt, ich glaube so. Also um die 55 Kilowattstunden. Ich kann das ja wahrscheinlich rausballern. Und dann sind wir schon mal auf der richtigen Spur, um ihn abzuholen. Hey Ace, grüß dich. So, Triebwerk ist auch sauber eingestellt, das passt. Dann bin ich mal gespannt. Und dann bremsen wir an der Stelle einfach nochmal unseren Orbit so weit runter für den nächsten Orbit, um zu sehen, dass wir ihn sauber treffen. Dann sind wir, glaube ich, gut in der Zeit. Delivery nicht sauber gestellt. Jetzt geht's. Gott, oh Gott, oh Gott. Kurz einen Herzinfarkt gekriegt. Aber hat sich erklärt, was es war. Was, warum stellst du nicht einfach ein, dass er sich nach Manöver ausrichten soll? Ich habe eingestellt, dass er sich nach Manöver ausrichten soll. Ich verstehe die Frage nicht, aber hi erstmal. Wenn du was anderes meinst, sag Bescheid. Aber wir haben unser SRS auf Manöver eingestellt, damit er das für uns macht. Alles gut. So, strommäßig sieht's gut aus. Das heißt, wir sind hier in den allerletzten Zügen des Manövers. Zack, aus. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das hier noch buggt ist. Ne, es bleibt stabil, der Electric Charge, oder? Also er verbraucht ein bisschen, klar. Das füllt er dann nach. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommen wir hier drüben schon mal so ein bisschen in den Geschmack, wann, wie, wo. Und dann würde ich mal warten, dass wir da einmal drüber gehen. Und dann quasi schauen, wie viel. Eigentlich schreit es danach, dass wir ihn versuchen einzuholen, ne? Wir sollten gleich ein bisschen runterbremsen. Vielleicht auch hier schon. Um einfach uns an seine Flugbahn schon mal anzupassen. Dann können wir wahrscheinlich nächsten Orbit. Wir dürfen nicht zu niedrig gehen. Ich würde schon gerne noch im Weltall bleiben.
wahrscheinlich dann langsam anfangen, uns an ihn ran zu pushen. So 60 Kilometer klingt erstmal gut. Dann haben wir dann erste Bremsung. Und 8 Sekunden ist auch eine sehr gnädige. Sehr gnädige Burn Time, die er von uns erwartet. Dann können wir währenddessen so also 6-7 Minuten bis zum Manöver unsere Batterien noch ein wenig aufladen. Aber ich glaube, wir brauchen kein großes Manöver mehr für ihn. Was haben wir noch insgesamt? Lithium 4900. Sagen, dass wir nicht ganz ein Delta V rauskriegen. Muss jeder eine Edition hier mit dem Schiff. Ich würde auch sagen, dass wir so circa ein Tausi drin lassen. Und selbst wenn es nicht ganz reicht, dann ist das Schiff ja nicht in Gefahr. Ist ja ohne Crew unterwegs. So, jetzt sind wir nämlich dann erstmal gleich auf einem niedrigeren Kurs. Das ist schon mal gut. Und auf der Periapsis werde ich es noch ein bisschen einbremsen. Schön ist, wir können ja dann quasi, wenn wir die Schiffe trennen wieder, können wir gucken, wie das aussieht. Mit den Delta V bei den jeweiligen Schiffen. Schöner tiefer Überflug über Duna. I very much like. Also wird gemacht, wir holen gerade Mineralien vom pretty much Nordpol ab. Wir waren hier oben gewesen, haben uns die Mineralien eingeladen, die sind jetzt in diesem Raumschiff. Das hat leider nicht mehr, also wir hätten Risiko gehen können und das Ding starten und so einen Suborbital-Hop machen können. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Wir betanken das gerade einmal im Orbit neu, das Raumschiff, um es dann quasi zurück zur Basis zu schicken. Das ist jetzt so der Plan. Und ja, da sind wir gerade im Docking-Manöver, bringen gerade mit der Razorback ein bisschen, mit einer der Razorbacks, ist die Pantaura eigentlich, ein bisschen Treibstoff ran und werden dann die Mineralien hoffentlich erfolgreich an unserer Basis landen, nachdem die wieder aufgetankt haben. Das ist der Plan der ganzen Geschichte zumindest. So, wir werden jetzt ganz knapp unter den Orbit unseres anderen Raumschiffs drunter gehen. Weil wir es ja einholen wollen. Jetzt nur, wie gesagt, aufpassen, dass das nicht zu knapp wird. So, ist ganz okay. Ich glaube, dann können wir eine, zwei Orbits abwarten. Und dann haben wir sie. Müssen wir mal schauen, wie viel wir ausgleichen müssen. Nächste Runde haben wir sie noch nicht ganz. Da haben wir noch einen Abstand von 65 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie wir ausgleichen. Aber tiefer können wir jetzt gerade noch nicht gehen. Sonst wird es Atmosphäre. Das wäre dann doch etwas ungünstig. So. Oh, das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, ich muss ein bisschen dann hoch einfach. Die sind jetzt auf 10 Kilometer. Ich werde dann gleich auf der Periapsis, glaube ich, ein bisschen hoch brennen. Dass wir da Prograde gehen. Strom haben wir schon wieder ganz gut eingesammelt.
So, dann gehen wir gleich Prograde aus dem Zeitraffer raus und dann drücken wir unsere Apo ein bisschen hoch und dann haben wir ihn ja ziemlich perfekt im Visier. So. Zack. Jetzt ist in einer Minute. Ich gebe ihm kurz Zeit für die Drehung. Ich gehe mal hier auf den Planeten. Ah nein, das war. Target hätte ich schon gern immer noch das andere Schiff. Ach Mensch. Genau. So, ich wollte nur den Planeten an sich als Peilung. So, zack. Zack. 6 Kilometer. Mal gucken, wie nah wir rankommen. 1,5. 1,5 ist fein. Das nehmen wir so. Und dann sitzen wir das jetzt aus. Da drüben. Ich weiß nicht, ob das noch reicht, dass wir das Docking schaffen, umfuelen können und dann tatsächlich landen, wenn einfach die Basis gerade unter uns durchkommt. Das wäre natürlich richtig Zucker. Das wäre so treibstoffeffizient für die Landung. Weil wir dann nicht noch irgendwelche Inklinationen anpassen müssen. Aber ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ich glaube, wir sind zu spät. Mal sehen, mal sehen. Gut. Hier kommt der Docking-Manöver. Wie viel Zeit haben wir bis dahin? 12 Minuten. Das kann man schaffen mit Docking, umladen und umsteigen. Die sind noch nicht ganz drunter durch. Und 12 Minuten... Oh. Oh. Lösbare Aufgaben. Möchte ich mal sagen. Target Retro, please. Wo ist er? Da. Okay. Drauf zuschaut auch nicht. Sehr schön. Und jetzt gehen wir ja schon wieder in die Korrektur rein, um sehr, sehr nah zu kommen. So. Wir sind schon in der finalen Annäherung direkt angekommen. ohne Übergang. Die brauchen wir uns nicht mehr genauer angucken. Wir haben genug Strom, dass das passt. Wir werden jetzt hiermit einfach nur noch das Einparken neben dem Schiff machen und das finale Docking machen wir dann mit dem kleineren Schiff. Ich gehe über den seitlichen Shield hier, also über den seitlichen Dockingport. Dann sind wir direkt am Tank dran. Dann sollte eigentlich alles passen. Wir kommen so rein, das heißt, wir können es wahrscheinlich. Vielleicht können wir auch den anderen Doppelpot einfach aufmachen. Das entscheiden wir gleich. Okay. Very close. Wir sind auf 9 Minuten an die Landeszeit ran. Wird spannend. Wenn nicht, dann nicht. Muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Dann machen wir es im nächsten Orbit. Aber wäre schon cool. Wäre schon cool. Sieht alles aus. Habitation ist aus. Habitation ist aus. Recycler ist aus. Habitation ist aus. Ja. Den könnte man tatsächlich mal kurz anmachen, um sicherzustellen, dass wenn die meine Supplies fressen, dass sie davon wenigstens nicht so viel konsumieren. Dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier einbremsen. Ja, gehen wir über den anderen Dockingport tatsächlich.
wir den hier schon mal zumachen. Hier öffnen während unseres Einparkmanövers. Und dann gucken wir, dass wir sie so parallel wie möglich bekommen, um das einfach zu halten mit dem Docking. Hallihallo, wir haben ein bisschen Sprit mitgebracht. Und full stop. Okay, sehr schön, dann können wir jetzt docken gehen. Wie geht's euch so Habitation-mäßig gerade? Ja, wir haben Habitation gekriegt. Ärgerlich, aber gut, dann müssen wir sie einmal raus jetpacken. Control from here. Set as target. Target. Und los geht's. Gut, gut. Haben wir das mit der Habitation geklärt? Das ist jetzt aber kein Weltuntergang. Locked View, okay. Wir sind ein bisschen zu weit rechts. Und wir sind ein bisschen zu tief. Oh, so ein bisschen weit weg. Okay, das sollte uns ganz gut ranbringen. Ich schlage mal noch ein bisschen. Wir haben noch genug Treibstoff, um das zu tun. Und wir kriegen ja neuen Treibstoff, habe ich gehört. Irgendwer hat das behauptet zumindest. Sehr schön. Dann haben wir das. Okay, gleich noch 50 Meter. Richtungstechnisch können wir ruhig noch ein bisschen nach links rüberrücken. Die Höhe sieht mittlerweile ganz gut aus, muss ich sagen. Die schockt mich nicht mehr so sehr. Fast ein bisschen viel. Ich gehe mal ganz gleich niedrig. Und dann beginnen wir mal langsam ein bisschen langsamer zu werden. Wir haben noch 30 Meter. Links sieht gut aus. So, wir müssen gucken, dass wir hier nicht den Kilowattstunden Disaster from Hell auslösen. So. Okay,
nicht versuchen, gegenzuarbeiten. Alles wird gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also. Den Tank geben wir ab. Den Tank geben wir auch ab. Müsste uns das eigentlich... Ich glaube, wir gehen hier noch ein bisschen... So auf 1,2, das traue ich mich. Dann haben wir so wahrscheinlich so 700 bis 800 Meter pro Sekunde, wahrscheinlich nicht mehr ganz. Aber Lithium noch abgerechnet vom Gewicht her. Müsste so ungefähr funktionieren. Dann können wir das machen. So, jetzt ist nur der wichtige Part, dass wir einmal schauen. Ich glaube, wir machen das lieber so. Ich habe sonst ein bisschen Angst bei Mopsy, dass der seinen Schraubenschlüssel verliert. Deshalb macht der den Umstieg manuell. Und dann docken wir das Raumschiff wieder ab, bringen das auf 150 Meter Entfernung und gucken mal. Oder, also dann können wir rüber jetpacken, aber wir docken es erstmal ab und schauen. So, du kannst einfach so umsteigen, weil du hast kein Werkzeug. Transfer. Ja, du kannst auch da hinten sitzen, wenn du willst. So, weil jetzt können wir nämlich eigentlich sagen, hier, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft sogar richtig Habitation kriegen wegen mir. Essen und Habitation. Richtig schön hier. Jetzt mal stabilisieren. So. Und jetzt jagen wir den hier wieder los. Windsplasher, vielen lieben Dank für den Resub im 10. Monat. Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier 3750 Meter pro Sekunde. Das sieht ganz gut aus. Wir haben eine 1,56er Thrust-Weight-Ratio jetzt schon. Honestly, das passt. Die Delta-V wird runtergehen, wenn wir bremsen. Wo sind wir jetzt gerade? Wir werden noch in Orbit gehen müssen, glaube ich. Das wird mir sonst knapp. Die Delta-V wird runtergehen, wenn wir bremsen. Also wir werden Delta V natürlich wird die runtergehen, wenn wir bremsen. Die Thrust-Weight-Ratio wird runtergehen, während wir landen, aber gleichzeitig werden wir auch Lithium verbrauchen, während wir landen und gegenbrennen. Wir müssen halt nur zeitig genug anfangen, dann sollte das eigentlich passen. Wir haben halt kein, ich sag mal, besonders cooles Fenster im Sinne von, dass wir viel Schabernack treiben können mit unserem Burn. Das heißt, ich muss die Geschwindigkeit ein bisschen unter Kontrolle halten, mit der wir runtergehen, weil wenn die zu viel wird, werden wir ein Problem haben, das wieder abzufangen. Aber wir sollten eigentlich safe im positiven Thrust-Weight-Bereich bleiben, weil wir hatten jetzt 1,77 vorm Tanken und ich glaube, wir sind mit 1,6 oder sowas gestartet. Also es ist nicht so viel schlechter geworden, einfach weil die Luna-Atmosphäre natürlich sehr, sehr dünn ist. So, wir müssen jetzt einmal aus 150 Metern Entfernung raus. Damit das irgendwie erträglich schnell passiert, gebe ich ein bisschen Stoff. So, und wir können auch hier jetzt wieder sagen, hey, alles cool. Du darfst wieder unser Magical Power Friend sein. Weil wir wieder voneinander getrennt sind. So, wir müssen uns jetzt nicht besonders beeilen, weil wir werden eh erst nächsten Orbit die Landung antreten. Ich hoffe, das ist noch feasible. So, wenn die durchrotieren bis hier, aber das ist ganz gut. Ich glaube, das wird einer der einfachsten Approaches, die wir noch, also der spritsparendsten Approaches, die wir machen können. Strom ist auch genug da. Ist gut. Ich muss jetzt nur kurz warten, dass hier genug Abstand drin ist in der ganzen Geschichte. Und dann können wir uns schon mal auf einen niedrigeren Orbit auch begeben, damit wir schneller rum sind, sobald halt die beiden Spezialexperten umgestiegen sind. Und dann habe ich hoffentlich keine Fehleinschätzung bei der Thrust-Weight-Ratio vorgenommen, weil das wäre so,
das Schlimmste, was uns passieren könnte. Aber eigentlich sehe ich nicht, wie. Dafür war nicht genug Unterschied in dem letzten Start. So, ich glaube, wir können jetzt schon mal starten. 150 Meter, bis wir da sind, sind die locker erreicht. Eva. Loslassen. Jetpack an und los. Keine Sicherheitshalber. Das hier einmal als Ziel setzen. Dass wir nicht einsteigen, bevor wir die 150 Meter nicht geknackt haben. Hallo, anderes Raumschiff. Wie weit sind wir weg? Oh, über 150 Meter. Erschreckend. Gut, das heißt, wenn ich jetzt hier einsteige, sollte gleich alles cool sein, oder? 10 Meter Toleranz sogar noch. Eigentlich sollten wir coole Raumschifffreunde sein. Right? Wir sind doch coole Raumschifffreunde. 44 Tage. Yay! Und kein Essen. Alles gut. Genauso wie erwartet. IVA. Und los geht's. Nächste bitte. Können wir wieder Freelog machen? Ich würde gerne, dass du da hinfliegst, wo ich hingucke. Das fände ich richtig gut. Dein Schraubokopter hast du auch noch mit dabei, das ist gut. Das heißt, wir sind hier voll ausgerüstet, was das angeht. Dann können wir jetzt nämlich gleich einmal unseren Orbit absenken, sobald beide eingestiegen sind. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht in Richtung des anderen Raumschiffs zeigt. Wir dürfen nicht nochmal durch den Habitation-Bereich durchfliegen. Das wäre verheerend. Ja. Board, please. Okay. Also, Orbit Retrograde. Da fliegen wir schon irgendwie weg, ne? Ja. Works for me. Das ist so leicht schräg, aber eigentlich sollten wir da nicht unter 150 Meter. Ja. You never know. Fährt uns halt so. Das hier könnten schon weniger als 150 sein, ne? Ist kein gleichschenkliges Dreieck, im Gegenteil. Gib uns mal ein bisschen Toleranz noch, bevor wir das machen. Ja, ich glaube, jetzt fühle ich mich sicher damit. Das sollte passen. Okay. Augen zu und durch. Alles gut, wieder höher. Okay, damit haben wir unser Schiff zumindest mal schon zurückgelassen. Wie viel habe ich dem jetzt eigentlich geschenkt, so an Delta V? 849. Theoretisch müsste das gerade so schaffen, sich zur Station zurückzuschleppen. Das machen wir aber später. Nicht eilig. Oh, guck mal, Sonnenaufgang. Wunderschön. So. Was ist denn jetzt schon wieder unser Target? Keine Targets mehr haben. So. Gut, dann fliegen wir jetzt einmal um den ganzen spannenden Planeten rum. Zumindest schon mal bis zur Periapsis. Das nehmen wir schon mal mit. Ui. Und da bremsen wir gleich nochmal ein bisschen, um noch schneller da zu sein. Und dann setzen wir zur Landung an und hoffen das Allerbeste.
Weil sonst bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu hoffen, dass das funktioniert. Weil ich mir nicht gemerkt habe, wie viel Treibstoff im Tank war. My bad, aber es sollte gut genug sein. Sollte eigentlich passen. Gut, jetzt bringen wir unsere Waffe auch noch runter. Okay. Also wir sind jetzt knapp über der Atmosphäre. Schneller als das kommen wir da halt nicht hin. Wir sind in ungefähr 12 Minuten vor Ort. Okay, wir zoomen uns noch ein bisschen ran, damit meine Manöverplanung mehr Sinn macht. Währenddessen lädt fröhlich unsere Batterie auch noch ein bisschen auf. Yay, yay, yay. Alle freuen sich so. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Die wollen wir sinnvoll nutzen. Vor allen Dingen wollen wir die sinnvoll nutzen, um Manöver zu planen. Das wird schon mal ein bisschen ekelhaft werden. Weil teuer. Ne? Ups, das war ein bisschen viel. Ja, danke. Danke. Komm schon. So, das ist aber gar nicht schlecht, glaube ich. Bisschen kürzer vielleicht schon mal. Oh, das wird schon mal schönes Manöver auf jeden Fall. So, und das Schöne ist, wir kommen dann relativ steil runter aus der Situation. Also ich hoffe, das ist schön, weil wenn ich mir der Delta V verhauen habe, dann ist das nicht so schön. Aber es wird uns auf jeden Fall beim Heat-Management ganz gut helfen. So, ich glaube, die Panels kann ich schon mal reinpacken, weil Sonne ist durch für heute. Wir können unser Reaction Wheel einmal primen, aber das sieht auch alles gut aus. Gib ihm, was du ihm noch geben kannst. Okay, das sieht alles gut aus. Freunde, ich hoffe, ich hab's nicht versaut. Wir müssen echt aufpassen mit der Landung. Manöver kommt in knapp einer Minute. Das wird spannend zumindest. Mindestens mal spannend, vielleicht sogar unangenehm. Lichttechnisch, ihr könnt genug sehen, oder? Ich habe es ein bisschen hier hochgestellt. Ja, schade, wenn ihr gar nichts von der Landung bekommt. Okay, wir hauen den Burn rein. Den ersten. Also wir kommen jetzt aus wirklich niedriger Höhe gestürzt und ihr seht auch, dass unsere Thrust-Weight-Ratio auch schon hoch geht durch das verbrauchte Lithium. Die wird natürlich, wie gesagt, sobald wir in die Atmosphäre kommen, auch wieder ein Stück weit runtergehen. Aber wir haben genug Lithium und genug Thrust-Weight an Reserve, dass wir viel gegenbremsen können, weil das wird nicht effizient sein, weil wir eben nicht so eine hohe Thrust-Weight haben. Und ich muss hinten raus ein bisschen mit Puffer arbeiten. Also wir können hier nicht einen Suicide auf die letzte Minute machen, auf die letzte Sekunde machen, sondern wir müssen mit ein bisschen Puffer reingehen. Sonst wird das zu gefährlich mit der niedrigen Thrust Weight. Höhe 51 und fallend, okay.
bisschen Fallen rauszunehmen schon mal. Zumindest ein bisschen noch Höhe mitnehmen. Come on, dreh dich. Please. Alter Vater. Da habe ich richtig gut Hitze schon auf die Triebwerke genommen. Mit der Aktion. Komm, dreh dich jetzt rum. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich. Hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 47 Kilometer. Surface Retro. Here we go. Also, wir kommen steil rein. Und unser Suicide sagt Minus. Das ist nicht gut. Ich werde jetzt anfangen, schon gegen zu burnen. Um irgendwie zu erreichen, dass wir nicht drauf gehen. Okay, sieht besser aus. Er hat sich jetzt irgendwie für eine andere Zahl entschieden. Aus Gründen. Ich bremse ihn trotzdem rein. Gut, 162. Ich drehe uns. Ich sehe unseren Marker. Ich korrigiere jetzt den Marker ein bisschen. Okay. Die Anzeigen sind schwierig zu interpretieren. Die springen wild hin und her. Ich spiele es wirklich lieber safe. So safe, wie es halt geht. Aber die Delta V haben wir. Ich kann das Raumschiff immer noch nachtanken. Ich kann es halt nicht wieder aus dem Boden rausbuddeln, wenn es da aufgeschlagen ist. Zieht ihr den Impact-Marker irgendwo? Und sagt der minus 66, ey. Das macht mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Da ist der Impact-Marker. Anzeige mit so knappen Trust-Rate-Werten ist echt schwierig. Wir haben eine 1,64er Trust-Rate im Moment. Wir hoffen einfach mal aufs Beste, ne? Hitze. Also ich will vor allen Dingen die Geschwindigkeit nach unten halbwegs reguliert haben. Ich habe ihn aber langsam unter Kontrolle. Unsere Sinkgeschwindigkeit wird besser. Ups. Sehe nur nicht mehr ganz, wo unser... Da ist er. Okay, ich musste mal kurz innehalten, um zu sehen, wo unser Landemarker ist. Sieht nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das passt. Wir haben immer noch eine 1,65er Trust Weight. Das ist ziemlich safe. 2300. Delta V, es geht nur wirklich langsam runter.
Versuchen wir unsere Sinkgeschwindigkeit so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, dass wir einfach unter laufenden Triebwerken runtergehen. Weil wir können uns das leisten tatsächlich. Okay, das sind die Triebwerke, die jetzt langsam Hitze bekommen. Aber ist okay. Ich glaube, wir haben es ganz gut unter Kontrolle, den Abstieg. 1-3-3. Uiuiuiui. Jetzt hat er aber ein richtig... Achso, ich hab noch nie... Ich habe nicht 1-3-3. Ich habe es vergessen, weil ich nicht Vollgas gegeben habe. Genau, ich habe selber auch gerade einen Schock gekriegt, warum das so niedrig ist. Aber ich bin ja nicht auf Volldampf. Von daher passt das. Macht Sinn, was er sagt. So, wie gesagt, ich versuche jetzt so auszutarieren, dass ich meinen Vertical Speed im Griff behalte. Ja, der geht runter, okay, ist gut. Okay, die Zahlen sind ziemlich wirr, die er mir sagt, aber ich weiß nicht, woran er das jetzt berechnet genau, deshalb bin ich mir jetzt einfach mal nicht böse und fliege das so ein bisschen nach Gefühl und aktuellem Outlook. Wir sind noch 3,6 Kilometer hoch, das passt. So, und jetzt beginne ich mal ein bisschen gegen zu moderieren. Was kriegen wir maximal raus? 1,63 im Moment, okay, das passt. Ich glaube, mit 1,63 kann ich arbeiten. Ich versuche jetzt einen Punkt zu treffen, wo ich so ganz langsam Geschwindigkeit abbaue. Ein Ticken mehr, ja. Okay. Und damit sneaken wir uns jetzt an die Basis ran. 1600. Eins fünf. Eins vier. Eins drei. Eins eins. Das sieht gut aus. Ich schiebe uns jetzt ein bisschen mehr in die Basis rein, dass wir eine gute Landestelle haben, um unsere Ressourcen auch zu verteilen. Test 0.
400 Meter. Okay. 300. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, wir kommen hier super sauber rein. Nehmen jetzt ein bisschen Speed noch raus. Die letzten Meter, dass wir wirklich das gut unter Kontrolle haben. Okay. Die letzten 150 Meter. Ich bin zuversichtlich, sieht alles gut aus. Wenn ich jetzt nicht irgendwie einen ganz groben Patzer mache, haben wir hier gleich eine super saubere Landung. 70 Meter. Ich reduziere weiter Geschwindigkeit, dass wir ganz sanft aufsetzen. 20 Meter. 10. Bisschen Schub raus. Und Stau. Tada! Okay, ich würde sagen, wir tethern uns mal, weil ich sehe, dass wir rutschen. Wir sind unten. Wir haben noch 1184 Reserve. Das hat gepasst. Ich glaube, das war gut, den so vorsichtig zu machen, den Abstieg. Ich glaube, wir hätten uns sehr schnell sehr verrechnen können. Die Anzeigen waren auch alle all over the place. Ich habe von minus 60 Sekunden bis plus irgendwas habe ich alles gesehen. Interesting auf jeden Fall. Das heißt aber auch, wir haben jetzt theoretisch... Erstes holen wir mal unsere Weltraumhelden da raus. Wir haben jetzt theoretisch aber auch Minerals hier. Das heißt, wir können, wenn mich nicht alles täuscht, Dünger herstellen. Also ich glaube, das braucht gar keine Kühlpaneele. Ich glaube, das funktioniert sehr gut, also auch unter Last. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir haben, oder die Hauptchallenge, die wir hier haben, ist zu gucken, dass wenn wir so einen Flug machen, und für den Anfang werden wir die machen müssen, um es zu versorgen, wir werden jetzt sehen, wie viel wir aus den Minerals an Dünger rausbekommen. Aber die Lektion war einfach, dass wir echt aufpassen müssen, dass der Tank weit genug gefüllt ist, wenn wir hochfliegen und mit so viel Last wieder zurück wollen. Weil das war jetzt so ein bisschen hart am Limit. Ich glaube, hätten wir so 1000 Delta V mehr gehabt, hätte ich mich, glaube ich, getraut. Dann hätte ich das gemacht. Aber so war es mir einfach echt zu knapp, weil es schwer einzuschätzen war. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich musste sehr, sehr lange unter Last halt quasi Abstieg machen, um das unter Kontrolle zu halten. Und das hätten wir, glaube ich, nicht gewollt. Im Sinne von, dass das passiert mit so wenig Treibstoff. Der wäre uns, glaube ich, ausgegangen. Also von daher war es, glaube ich, die richtige Entscheidung zu sagen, wir gehen da oben hin und holen uns ein bisschen Treibstoff ab. Gut, jetzt kann unser Ingenieur erstmal wieder seinen Instandsetzungsaufgaben nachgehen. Dum, di, dum, di, dum. So. Und dann ist hier der Länder, genau. So, dann kann Eis da. Ah, kann Eis da raus? Ja, doch, wir müssen das ziehen können von der anderen Basis, das passt. So, das werden wir gleich sehen. Sehr gespannt. Hopp. Einen kurzen Flug nach Hause. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir jetzt Dünger damit herstellen können. Das war jetzt der ganze Terz war ja wirklich für die Düngerproduktion. Mithilfe von Mineralien. Wehe, das funktioniert jetzt nicht.
Erstmal Überwartung durchführen. Wie ist das im Leben? Zack. Local Logistics. So, wir müssten jetzt Minerals hier reinziehen können. Sehr gut. Ah, die sind noch gesperrt. Entschuldigung, mein Fehler. Die hatte ich zugemacht. Deshalb geht das, glaube ich, gerade auch nicht. So, Seven Kerbal soll sich Minerals reinziehen. Das passt. Zack, Vollgas. 250. Wir haben ja nur diese kleine Box. Das ist die hier. So, die haben wir jetzt. Und jetzt müssten wir eigentlich sagen können, Start Fertilizer. Das zieht ganz gut Strom, habe ich das Gefühl. Ist aber nicht so wild, da können wir den Reaktor einfach ein bisschen höher drehen. Der alte Klassiker, einfach den Reaktor ein bisschen höher drehen. Das ist jetzt natürlich... Wir können später auch Lithium hier herstellen. Ich muss mir nur erstmal überlegen, wie ich... Ich brauche noch irgendwann einen Lithium-Tank, ne? Damit ich Lithium herstellen kann. Gut, wir müssen mal mit irgendwas einen kleinen Lithium-Tank noch runterbringen, damit wir hier Lithium auch wirklich reinpumpen können, weil hier geht er natürlich nicht rein. Ich habe gedacht, oh, du kannst ja noch Lithium herstellen. Aber das geht natürlich nicht einfach so, ne? Den Länder jetzt nachzutanken, weil ja hier Liquid Fuel Oxidizer drin ist. Tete. Aber was ist denn hier mit? Kann der hier... Das sind doch Tanks, oder? Aber hier hatten wir doch auch Liquid Fuel und so weiter drin. Eventuell können wir ja hier... Müssten wir ihn halt nur irgendwie andocken. Gehen die Probleme schon wieder los. Naja, da machen wir einen anderen Mal einen Kopf drüber. Aber wir stellen jetzt hoffentlich Fertilizer her, oder? Langsamer als unsere Supplies ihn verbrauchen, habe ich so den Eindruck. Hieß aber, wenn wir hier kurzzeitig... Jetzt lassen wir mal was anderes probieren. So, Start Agroponics, der verbraucht jetzt natürlich irgendwie... Der braucht auch ein bisschen mehr Strom dann. Bum, bum, bum. So. Zack. Was ist denn, wenn wir ihm jetzt hier noch sagen, mach mal ganz kurz ein bisschen Auto-Fertilizer? Haben wir dann Fertilizer Plus? Tatsächlich haben wir dann Fertilizer Plus. Die Frage ist aber... Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich mit den Mineralien komplett arbeiten. Wie schnell verbraucht er die? Sehr langsam bisher. Sehr, sehr langsam. Jetzt muss ich mal was probieren. Nämlich, ob unser lieber Ingenieur, wenn der da wohnt, das positiv beeinflusst. Jetzt macht er 100% Load im Moment. Vielleicht ist das ja ein Vorgang, den ein Ingenieur beeinflusst. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es so ist, wenn wir einen Ingenieur am Start haben. Hey Demo, vielen lieben Dank für den Resub im 37. Monat. Dankeschön. Huch. Don't talk and fly. So, mal sehen. Ob irgendeinen Einfluss hat. Nee, scheint dabei zu bleiben. Scheint dabei zu bleiben, okay. Also das heißt, das erfüllt unsere hohen Fertilizer-Anforderungen nicht ganz. Nicht ganz.
Jetzt fahren wir mal ganz kurz den hier hoch. Damit wir doch mal das Auto-Fertilizer machen können. Damit passiert ja dann doch ein bisschen was, trotz allem. Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann ziehen wir natürlich sehr schnell unser Ohr hier raus. Wir hatten noch einen zweiten Smelter. Nee, wir hatten, also das ist halt, Smelter haben wir noch, aber das ist halt eine Crush-O-Matic. Also die kann man nur zwischen bestimmten, also es gibt drei unterschiedliche Module, die unterschiedliche Dinge können. Von dem Ding hier haben wir bisher nur eins. Es ist halt auch noch nicht der effizienteste Weg, das herzustellen. Es gibt halt die Möglichkeit, aus Gypsum Fertilizer herzustellen. Das ist das, was wir gleich nochmal anpassen an dem neuen Mining-Modul. Das heißt, so im nächsten Startfenster werden wir verbesserte Mining-Module schicken, mit denen wir dann auch das ganze Thema Fertilizer nochmal produktionsmäßig gerade ziehen. Aber Good News ist, es funktioniert dann doch relativ schnell, damit Sachen aufzubauen. Und die Minerals werden auf jeden Fall eine Weile halten. Das Gute ist, wir können damit natürlich gegen den Fertilizer. Ich pumpe den jetzt mal einmal hoch mit dem Ohr, was wir haben. Wir können ihn hier auch einfach erstmal kurz laufen lassen, während unser Ingenieur zurück in seine eigene Wohnung geht. Es hilft ja zumindest mal gegenzusteuern, passiv. Und die Mineralien werden sehr langsam verbraucht. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ziemlich gut. Das heißt, damit können wir schon mal ein bisschen arbeiten. Ich würde es natürlich gerne komplett von der Ore-Produktion entkoppeln, wenn ich ehrlich bin. Das wäre so. Dann hätten wir das bisschen einfacher, aber es wird erstmal reichen für den Schritt, glaube ich, um unseren ganzen Schwung vorwärts zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt schon 044, das ist schon mal ganz gut. Ich gehe jetzt in Time Warp rein, dann können wir hier ein bisschen zuschauen, wie der sein Ohr wegfrisst. 10 reicht, damit das nicht zu viele Rundungsprobleme hier irgendwie gibt. So, der haut sich jetzt hier halt einen Haufen noch ein Fertilizer rein. Und theoretisch müsste ja das hier eigentlich dafür sorgen, dass unser Verbrauch vom Fertilizer zumindest deutlich gesenkt wird. So, mal gucken, wie schnell der produziert. Das Ding ist jetzt natürlich auch einfach heftig geboostet durch den Scientist. Was eine gute Sache ist. Also um Himmels Willen. Ich werde mich nicht beschweren, dass wir effizient Supplies herstellen. Frage ist halt so ein bisschen, wie lange das reicht. So, ich glaube, das tut erstmal, oder? Wenn wir so zwei Fertilizer haben, dann lassen wir ihn einfach mal ein bisschen arbeiten damit. Mal sehen, wie lange das hält. Kann der hier nämlich aufhören, unser wertvolles Ore in Fertilizer zu verramschen. Und der hier können wir so ein bisschen runterskalieren. So. Sie scheint fein zu sein. So. Genau, ich mache so bis 22 Uhr, denke ich mal. Gut, dann haben wir das erstmal. Der kann jetzt so ein bisschen hier arbeiten. Wir gucken mal, wie lange der Spaß dann hält. Hier ist noch genug Mineralien erstmal drin, damit der eine Weile arbeiten kann. Der ist auch an, das sieht gut aus. Jo, schauen wir mal, ne? Mal sehen. Wir gehen jetzt mal zurück zum Space Center nach dieser wilden Aktion. Das Raumschiff müssen wir irgendwann später nochmal zur Station bringen. Ich würde jetzt nämlich gerne an dem gepicksten Fertilizer-Ding. Ich meine, das war konzipiert, dass wir, also der effizienteste Weg, um Dünger herzustellen, ist halt nicht aus Mineralien. Wir hatten halt zufällig alles für Mineralien da.
um das jetzt zu improvisieren, weil es immer noch effizienter ist, als es aus Ore herzustellen. Es geht halt einfach nur langsamer. Die Idee wäre jetzt zu sagen, dass wir den Gypsum-Länder quasi nochmal ein bisschen aufpäppeln mit einer MPU, also einer Material Processing Unit, die da arbeitet. Genau, jetzt muss ich mal was ausprobieren dann. Aber lass uns das mal anschauen. Es ist gerade noch was anderes eingefallen, was wir uns anschauen müssen mit dem Material, nicht Material Kits, mit dem Machinery Transfer. Aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. So, passt auf. Wir haben hier ja irgendwo schon den aufgebauten. Oh, ich hätte mir mal merken sollen. Habe ich ihn Duna Wave 4 genannt? Garantiert habe ich ihn nicht Duna Wave 4 genannt, weil das wäre viel zu einfach gewesen. Nope. Nein, ich habe noch im Kopf, wie ich das Ding genannt habe. Mining Rig oder so. Das ist noch im Orbit. Das ist noch im Orbit. Kleine Bilder gucken. Irgendwo muss es ja erkennbar sein. Ground Harvester Gypsum, da ist er. Da ist er. So. Also, das ist ja momentan unsere verbesserte Konstruktion mit allem Schnickschnack und Pipapo und was nicht alles. Was eine gute Idee ist, aber wir müssen mal ein paar Sachen durchdiskutieren, ob die nachher dann wirklich eine gute Idee sind. Nämlich, ob wir zum Beispiel überhaupt Machinery von A nach B transferieren können. Das wäre mal ziemlich cool rauszufinden, damit wir die Sachen warten können. Und wir brauchen auf jeden Fall, das haben wir ja gelernt, wir brauchen eine Material Processing Unit. Bin mir ziemlich sicher, dass wir die haben. Ja, haben wir. Wir haben die 1,25er Variante. Das ist die. Lass uns mal gucken. Das ist die Machinery braucht, ne? Oder ist das die keine Machinery braucht? Doch, die braucht Machinery. Das ist die richtige. Die müsste nämlich auch irgendwo stehen haben, theoretisch, dass sie am Planetary Logistics teilnimmt. Logistics Consumer Scavenge, ach nee, das ist nicht. Contribute to Bonus Research, no, das ist auch nicht. Es steht nicht explizit mit dabei, ne? Ich hatte gehofft, dass irgendwo in dem Modul drin steht, wie es das macht. Nope. Tut es nicht. Schade. Na gut. Ist aber auch nicht besonders wild. Into useful products. In der Beschreibung steht auch nichts drin, leider. Aber das sollten eigentlich die Dinger hier sein. Ich hatte gehofft, dass man damit dann irgendwie gucken kann, ob es noch ein kleineres Modul gibt, das das eventuell für uns übernehmen kann. Aber alles cool. Wir werden das Kleinstmögliche davon nehmen. Das ist für mich schon mal gesetzt. Das heißt, wir machen hier irgendwie sowas in die Richtung. Das macht es jetzt natürlich nicht unbedingt eleganter als Raumschiff. Aber es macht die Sache zumindest insofern besser, dass wir jetzt auch mit den Dingern arbeiten können. Ich überlege gerade. Brauchen wir den? Was kann der alles machen? Kann der? Der kann Liquid Fuel, der kann Monoprop, der kann Chemicals, der kann Metals, der kann Polymers. Der kann Fertilizer aus Gypsum selber herstellen. Und zwar kann der herstellen 17,7 nee, Fertilizer, 8,86 pro Tag.
8,86 pro Tag. Und der Smelter. Was haben wir da dran? Crush-O-Matic. Der Crush-O-Matic. Jetzt rast hinein. Der kann herstellen. Komma 28 pro Tag. Ja, ist also eindeutig effizienter, ne? Das heißt, die Dinger machen auf jeden Fall sehr viel mehr Fertilizer pro Tag als das Teil. Jetzt müssen wir mal gucken, sind die, ist der irgendwie effizienter? Der hier macht, ist das um und bei die Hälfte? Müsste so ungefähr sein, oder? Nicht ganz, aber ein bisschen mehr. 34,56 durch 17,28. 2. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal, ob der andere. Der nimmt. Ich will nur wissen, ob es irgendwie effizienter werde. Würde. Fertilizer aus Gypsum. Das sieht auch ziemlich nach der gleichen Effizienz aus. Also es nimmt sich nicht viel, es ist einfach nur langsamer. Also hier ist es 1,99887, also um und bei 2. Er ist ein bisschen weniger effizient, aber okay. Das heißt, die Dinge da unten sind prinzipiell effizienter und werden geboostet, wenn ich das richtig sehe. Boost Efficiency of Converters Benefiting from a Crusher. Wenn ich das richtig verstehe, können wir damit quasi sagen, mach unseren Crusher ein bisschen effizienter. Bla bla. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich lade mir hier mal ein bisschen Gypsum rein. Ich lade mir hier mal ein bisschen Machinery rein. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren. Das dürfte jetzt mit mir ertragen. Weil ich will wissen, ob das alles so funktioniert. Ich habe mir ein paar Sachen dazugelernt, die mir mittlerweile erklären, dass das nicht alles so einfach ist, wie ich mir das mal vorstelle. Weil die Maintenance funktioniert ja so, dass quasi unser Engineer automatisch aus irgendeinem Tank Machinery nimmt und die Machinery der Geräte wieder auffüllt. Und Geräte werden ineffizienter, je weniger Machinery drin ist. Und was ich jetzt einmal ausprobieren will, ist, ich habe hier einen riesen Machinery-Tank mit. Das muss eigentlich ein Engineer machen. Und was ich gerne probieren möchte, ist, ob ich am Gerät, wenn es draußen steht, quasi einen Ressourcentransfer durchführen kann. Indem ich einfach aus dem Tank tatsächlich Machinery rüberpumpe. Wenn das nämlich nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, ich gehe eigentlich davon aus, dass es funktioniert, das ist halt einfach nur ein bisschen aufwendig, es immer wieder zu machen. Wenn es nicht funktioniert, dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, diese Machinery mitzuschleppen in größeren Mengen. Ne? So, in diesem Sinne, ach, guck mal, das ist überraschend preiswert, das Teil, ne? Trust-Rate-Ratio. Ignorieren wir mal lieber. Kerbal Engineer. Woody. Tuna. 1,3. It's actually fantastic. Gut. Stellen das mal kurz raus und gucken mal, was es tut. Ist da ein Fertilizer-Tank dran? Ja, da ist ein Fertilizer-Tank auch dran. Aber deshalb testen wir es jetzt auch einmal. Ich habe quasi Gypsum künstlich eingeführt, damit wir nicht was abbauen müssen, weil das kriegen wir nicht hin. Aber wir können ja einfach Gypsum aus dem Tank verarbeiten, um das zu testen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie gut das funktioniert. Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt gut hinhaut und theoretisch wir die Dinge auch nachfüllen können. Aber wir schauen mal. Und dass das auch einen Einfluss auf die Effizienz hat, mit der das passiert. Aber wir schauen einfach mal. So, Good News. Wir haben alles Mögliche, zum Beispiel Kühlung. Dann fahren wir mal den Reaktor auf 100%, einfach weil ich es kann. Und jetzt müssen wir hier mal gucken. Ah, das hätte ich vielleicht vorher einstellen sollen, oder? Recipe LFO. Okay, Recover Vessel. Direkt schon mal erste Lektion. Wir müssen das Recipe sauber einstellen an der Kiste. Weil wir wollen ja kein Liquid Fuel und Oxidizer herstellen. Wir wollen dieses Boosting-Rezept für Crushers haben. Weil ich gerne testen möchte, ob, weil wenn wir das Ding schon da haben und die Crusher laufen schneller
und sie laufen ein Hauch effizienter. Es ist ungefähr gleich, aber sie laufen schneller. Und die Material Processing Unit, um deine Frage auch in diesem Satz direkt mit zu beantworten, Nutzer 86, ist quasi das, was wir brauchen, um zu pushen. Also eine Material Processing Unit laut Wiki kann nur pushen in das Planetary Warehouse. Sie kann nicht pullen, wir wollen aber auch nicht pullen. Deshalb müssen wir das ja testen, dass das mit der Machinery vor Ort funktioniert. Weil dann können wir irgendwann mal in 100 Jahren neue Machinery hinfahren. Es ist halt wichtig, dass in den Processing-Teilen genug Machinery drin liegt. Darum geht es halt letzten Endes. Und dann wäre halt die Idee zu sagen, dass die Material Processing Unit dann einfach als Recipe, wenn sie eh mitläuft, einen Booster für die Crusher drin hat, weil sie dann nochmal dafür sorgt, in der Theorie, dass die Crusher effizienter laufen. So, next, 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 next. Crusher. Yes. So, theoretisch sollte das die Effizienzerhöhung sein. Ich nehme mal noch mehr Gypsum mit, einfach weil es Spaß macht und weil es nichts kostet. Oder nicht viel kostet wahrscheinlich. Ich hoffe, es kostet nicht viel. Genau, und deshalb, Hauptsache es wird gehen, ist jetzt, wir haben jetzt ein paar Sachen gelernt. Diesmal testen wir das mit den Sachen, die wir gelernt haben, auch sauber durch. Weil ich würde auf dem Prinzip quasi, das, was wir da jetzt gerade hinstellen, müssen wir ja nur die Ressourcen umstellen, Schrägstrich andere, also statt Crusher Smelter benutzen, sind es dann, glaube ich, um auch alle Grundstock-Sachen für die Material Kits Produktion mitzunehmen. Das wäre ja der nächste Schritt. Das, was wir eigentlich diese Wave machen wollten, wo aber die Harvester leider ein paar Probleme hatten. Wenn das dann alles funktioniert, sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, jetzt ist hier Recipe ist Crusher. Das ist gut. Also, wir machen hier mal alles auf. Strom, Volldampf. So, dann starten wir jetzt mal einen. Und ihr seht jetzt schon, wir haben nur 30% Load drauf. Das wäre mein erster Test, den ich gerne machen möchte. Hier sind es 40%, weil hier sind 12 Einheiten drin. Also die Machinery, die drin ist, hat einen direkten Einfluss darauf, wie effizient die Dinger arbeiten. Jetzt gehen wir hier mal hin, machen das auf. Nice. Und ihr seht, mit mehr Machinery geht das hoch. Das heißt, wir können aus diesen Tanks nachfüllen. Das ist schon mal super wertvoll zu wissen, weil damit können wir eine gewisse Menge einfach mitnehmen und wir können die auf relativ hoher Effizienz weiterlaufen lassen, ohne dass wir da irgendwie mit dem Ingenieur hintackern müssen, sondern wir müssen halt nur mal hin und diese Tanks wieder füllen. Das ist richtig gut. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert, aber man sieht es auch direkt in der Auswirkung. Okay, das heißt, wir haben jetzt bim, 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 so, das Ding komplett aufgefüllt. Ich fülle mal den hier oben auch noch auf, einfach weil, wenn wir schon mal dabei sind. Der wird sicherlich auch sich freuen, wenn er mit mehr Machinery läuft. Das heißt, es macht Sinn, die Machinery mitzunehmen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Zack. So, jetzt läuft das hier mit. Ich gehe mal einfach in den einfachen Zeitraffer rein. Also ich habe jetzt beide Smelter aktiv. Beide Crush-O-Matics, sorry, beide Crusher aktiv. Und wenn ich jetzt, hier sehe ich leider nur minus 0,00. Ich gehe jetzt mal in 5er Zeitraffer rein, dann bin ich bei 0,01. Okay. Okay. Dann. Und das frisst uns jetzt schon den Electric Charge raus. Sehe ich das richtig? Der Reaktor reicht nicht aus. Und wir haben noch nicht mal die Dings an. Interesting. Wow, die Dinger fressen aber richtig Strom. Nee, ich glaube, der wirkt das nicht an. Ja, ich nehme alles zurück und hoffe, das Gegenteil. Okay, man muss den Reaktor auch anschalten, habe ich gerade gelernt. Oh, wow. Okay. Warum machen die denn so viel? Okay, jetzt probieren wir das nochmal. Also, der Reaktor ist an und auf Volldampf. Jetzt machen wir die nochmal an.
Start Fertilizer. Start Fertilizer. Wir sind stabil stromtechnisch. Das ist gut. Das ist gut. So. Und jetzt haben wir einfach 00 und wir wussten mit dem einfachen Seitenreifer 001. Jetzt starten wir hier mal die Crusher-Unterstützung. So, wir bleiben stromtechnisch stabil. Das Ding hat 100% Load. Und wir sind jetzt Fertilizer-mäßig immer noch bei 001. Ich weiß nicht, wo wir den Unterschied tatsächlich sehen. Ich mache ihn nochmal aus. Zack, zack. Wenn ich in 10er Zeitraffer gehe, bin ich bei 002. Gehe ich in einen 50er, bin ich bei 008. Okay. Ich komme jetzt mal aus dem Zeitraffer wieder raus. Das war jetzt ohne. Start Crusher. 001. So. Auch 008. Man sieht nicht viel Unterschied, um ehrlich zu sein. So, noch eine Stufe höher. Bei 100er Time Warp sind wir hier bei 16. Was Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Effekt hat, ehrlich gesagt. Also wenn, dann ist das so minimal. Aber man sieht den Unterschied nicht. Hm? 50 zu 0,8. Robin, was meinst du? Ja, aber es macht keinen Unterschied. Also 50 zu 0,8 ist halt irgendwie egal, ob das Ding läuft oder nicht. Und actually müssten diese riesigen Radiatoren eigentlich alles mitkühlen, ne? So. Achso, ja. Aber es ist. Ich sehe zumindest keinen Unterschied, den jetzt machen würde. Von daher wäre dann fast die Frage, ob man, wenn man ihn noch mitlaufen lässt, ob man ihm nicht tatsächlich das Fertilizer-Rezept gibt, dass man gegebenenfalls noch schneller Fertilizer produzieren kann. Für den Fall, dass das irgendwie relevant wird. Ja, aber. Also, das ist jetzt nicht die Welt. Nicht so, als ob das irgendwie super schnell Dünger produzieren würde, aber es produziert den Dünger schneller, als wir ihn produzieren zumindest. Beziehungsweise schneller, als wir ihn verbrauchen. Drüben an der Basis im Moment. Können die Bohrer das Gypsum so schnell abbauen? Das weiß ich nicht. Das lässt sich ein bisschen schwer testen. Also dafür müsste ich irgendwie erstmal ein Gypsumfeld haben, bla 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 und so weiter und so fort. Früher ging das mal, dass hier einfach alles abbaubar war, aber irgendwie ist das nicht mehr der Fall. Das weiß ich nicht, wie schnell die Gypsum abbauen. Das werden wir dann sehen. Genau, das ist so der zweite Faktor, wo man sagen kann, so eventuell geht das nicht so schnell. Der Punkt ist halt, wenn wir das Ding haben, ganz ehrlich, lass uns zwei von den Dingern schicken. Das Ding kostet keine 100.000. Wir müssen das einfach nur an die Trägerrakete randingeln. Es gibt keinen Grund, mit dem Ding geizig zu sein. Weil, was soll schlimmstenfalls passieren? Also ernsthaft. Weil wenn man zwei davon hat, kann man relativ viel auffangen nochmal, auch falls irgendwie eins ausfällt aus irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das so ganz gut. Ich würde dann aber die MPU tatsächlich vom Recipe her auf Fertilizer einstellen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass wenn man dann sieht, dass der Gypsumbohrer oder dass die zwei Gypsumbohrer schneller sind als die Verarbeitung, dann kann man einfach noch einen hinzuschalten und dann ist gut. So, das heißt, wir müssen dann gucken, dass diese ganzen Sachen mit Dings gefüllt sind.
Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, brauchen wir so viel? Wie viel Machinery nimmt man am Anfang mit? Weil letzten Endes verbrauchen die Dinger halt nicht viel, ne? Also die verbrauchen irgendwie 0,01 pro Tag oder so. Das können wir gleich einfach nochmal den Gesamtverbrauch durchrechnen, wenn die alle laufen. Was das dann so wäre, aber das ist, ich glaube, erschreckend wenig am Ende. So, wir können auch nochmal uns die Bohrer genauer angucken. Haben wir irgendwelche besseren Bohrer, die irgendwie Machinery fressen und damit dann aber besser effiziente Sachen abbauen? Drill. Was sind alles so Brecher, ne? Mining Excavator. Ich brauche auch nur Strom. Okay. Okay, der will einfach nicht funktionieren. Brauche nur Electric Charge, okay. Okay, nee, dann ist ja fein, wenn es über dem maximal geht. So, die Crush-O-Matic verbraucht bei Fertilizer Gypsum verbraucht die 0,01 Machinery per Day. Davon nochmal zwei Stück. Und das Ding hier verbraucht, was er noch für Rezepte hat. Smelter Crusher. Efficiency of Converters benefiting from Crusher. Vielleicht war auch das Problem, dass wir die auf 100% hatten, natürlich. Das kann sein, aber da wir die oben halten wollen, ist auch egal. Okay, das heißt, wenn wir sagen, wir machen Fertilizer Gypsum, verbraucht er auch 0,01 Machinery pro Tag. Okay, das ist wirklich wenig. Wow. 0,03 sind das dann quasi mal. Oh Gott, wie viele Tage hat denn Körbeljahr? 500 oder so? 400, 500? Ah, 426 Tage, okay. Mal 426 sind 12,78 Machinery pro Jahr, die wir verbrauchen. Also wir brauchen vielleicht nicht Unmengen mitnehmen. Wow, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine. How low can we go? Okay, 450 klingt fair. Um ehrlich zu sein, 450 klingt, als ob wir das so fast 40 Jahre nicht ganz, oder? Ja. Wow. Ja, 450 reicht. 450 reicht vollkommen. So, dann wollen wir aber hier drin quasi schon mal Machinery mitnehmen, damit das eine Weile hält. Bla bla bla. Bla bla. Wir wollen hier drin Machinery mitnehmen und wir wollen dann das Rezept auch auf Fertilizer Gypsum haben, damit das quasi entsprechend funktioniert. So. Gut, dann haben wir das nämlich vorbereitet. Das Ding ist, wie gesagt, cheapo as hell. Das Gypsum kann auch raus, weil das irgendwie nicht besonders viel Sinn macht. Fertilizer, bla bla, das passt. Das ist zum Steuern alles. Ich glaube, damit sind wir dann ganz gut vorbereitet. Ich meine, der hat Fallschirme, der hat eine Kühlung, der hat den Reaktor mit drin. Oh, gut. Das sollte passen. Das sollte tatsächlich passen. Sehr schön, dann lasst uns den jetzt erstmal so abspeichern und ich nenne das jetzt schon mal Luna Wave 4, damit ich ihn wiederfinde. Tanknupsis, guter Punkt, könnte man tatsächlich erwägen, einfach einen Socke dran zu bauen, einfach damit er da ist, falls das mal relevant wird. Irgendwas nachtanken wollen, zack, ist schon mal ein Socke dran. Ja, yep.
SharePoint. Kein Tank mit Specialized Parts. Falls ich die mal umstellen will. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Ja, irgendwo diese kleine Kiste. Eine kleine, die da. Kann ich Specialized Parts? Ja, kann sie. Okay. Dann nehmen wir die halt mit. Ich meine. Wisst ihr was? Wir machen das wie mit den Dings. Wir machen einfach zwei. Next. Irgendwie viel. Zwei Tonnen. Ja, ist fein. Und das Ding hier machen wir auch zweimal ran. Dann haben wir das schön symmetrisch. Zack. Das passt. Zu umstellen braucht man eins. Ja, ich habe nie noch einen kleineren. Also, wir können auch so machen. Weniger als 25 kann ich nicht reinpacken. 200 Kilo. Aber ich will es symmetrisch machen, dass uns das nicht irgendwie beim Abstieg das Genick bricht, weil da nur auf einer Seite ein Karton dran ist. Gut, ich glaube, das haben wir erstmal. Dann ist das der Ground Harvester für Gypsum. Das Prinzip kann man ja jetzt recht einfach dann immer umstellen. Das müssen wir irgendwann machen. Das ist ja eine Fleißaufgabe für die anderen Harvester. Wir haben noch sehr viel Zeit bis zum nächsten Duna-Startfenster. Von daher machen wir das heute nicht. Sondern wir packen jetzt gleich erstmal zusammen und ihr kriegt noch einen kleinen Raid, wenn ihr möchtet. Für diejenigen, die weiter schauen wollen. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder, am Sonntag, wenn ihr mögt. Dass wir dann uns mit weiteren interessanten Dingen beschäftigen können, die irgendwie rund um die Luna-Kolonie passieren. Eventuell haben wir aber das nächste Mal diesen Yol-Satelliten, den wir irgendwo ein bisschen gerade ziehen müssen. Und zwar hat der dann seinen Inklinations-Change. Dann gibt es ein bisschen Wissenschaftspunkte aus einer Station. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir mit den Wissenschaftspunkten vielleicht noch irgendwas freischalten können. Weil das müssten wieder so um die 1000 sein. Und von da aus gucken wir dann mal weiter. Ich bin eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass wir das jetzt mit der Düngerproduktion halbwegs im Griff haben. Wir müssen mal schauen, wie lange das gegenpuffert, aber vielleicht kann man das mit dem Ore kombiniert so machen, dass wir zumindest ein bisschen Oxidizer rausgedrückt bekommen aus der ganzen Geschichte. Das können wir uns nächstes Mal auch angucken, dass wir ein bisschen anfangen, Oxidizer zu produzieren. Bis dahin, habt erstmal eine schöne Woche, guten Start morgen und wir sehen uns wieder am Sonntag. Mein Name ist Robert und tschüss.